zu den richtigen Sachen. Und zwar Satzungsänderungsantrag 01. Ihr möchtet transparente Parteitage. Das ist aber böse. So, der Klaus hat diesen Antrag gestellt, ist schon auf dem Weg. Ich bitte den Antragsteller. Genau, danke. Ja? Ja? Entschuldigung, ist noch früh, du hast recht. Es gibt konkurrierende Anträge. Warum ist das nicht markiert? Wolfgang Wiese, anwesend? Ja, dann. Der kommt auch mit nach oben. Der hat den 5er und den 6er. Öffentliche Mitgliederversammlung, öffentliche Landesparteitage. Super. Ich habe den Antragstellern eben gerade nur mal das Prozedere kurz erklärt und wie es laufen wird. Das heißt also, auch für euch nochmal, der Klaus wird jetzt seinen Antrag vorstellen. Danach wird der Wolfgang seine beiden Anträge vorstellen. 30-Sekunden-Regel. Und danach dürft ihr Fragen zu allen Anträgen stellen. Dann werden die Anträge gegeneinander per Approval abgestimmt und der Antrag, der das Approval gewinnt, wird dann mit einfacher Mehrheit, mit Zweidrittel Mehrheit als Satzungsänderungsantrag abgestimmt werden können. Wenn dazu Fragen sein sollten, ihr dürft jederzeit an die Mikrofone gehen und Verfahrensfragen stellen. Ja, bitte aber auch im Vorfeld sagen, ich habe eine Verfahrensfrage. Ja, Verfahrensfragen sind jederzeit zulässig. Dankeschön. Ich würde jetzt Klaus das Wort erteilen, stellt einen Antrag vor und ihr seid bestimmt wie immer ganz doll aufmerksam. Jo, guten Morgen. Also, wir haben gestern ja auch schon letzten Endes über diese Problematik gesprochen, lang und breit, da muss man heute jetzt nicht mehr allzu viel ausführen im Detail. Wir haben in der Bundessatzung eine Formulierung, die so ausschaut, als würde erstmal defaultmäßig die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Und nur auf Antrag würde sie dann zugelassen werden. Das hieße für mich dann in der Konsequenz, wenn man das so hart interpretieren wollte, dass eigentlich sämtliche Bundesparteitage bisher unzulässigerweise bis zum Zeitpunkt der Fragestellung
öffentlich waren. Die hätten dann ja eigentlich, wenn das so wäre, dass sie defaultmäßig nicht öffentlich sein sollten, dann hätten sie ja in diesem Zeitraum, bis die Frage gestellt wurde, hätte ja Presse und so weiter draußen bleiben müssen und erst dann hätten sie reinkommen dürfen. Ist ja so auch nie gelebt worden. So, das heißt, wir wollen mit diesen Satzungsänderungsanträgen, die alle dasselbe Ziel haben, erreichen, dass der Default umgedreht wird. Dass erstmal völlig klar ist, Parteitage sind öffentlich und mein Antrag, der 01er, sagt dann ganz explizit mit wenigen Worten, unter welchen Ausnahmen sie nicht öffentlich sein sollen. Nämlich nur zeitlich befristet und nur für Punkte, wo Persönlichkeitsrechte tangiert sind. Das kann durchaus mal auf einem Parteitag der Fall sein und in solchen Situationen muss dann auch mal vorübergehend die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden können. Aber sie darf bestimmt nicht, und das hatten wir gestern ja lang und breit debattiert, sie darf bestimmt nicht für den gesamten Zeitraum einfach pauschal ausgeschlossen werden. Das widerspricht eben unserer Grundordnung, unseren Grundwerten. Das geht nicht. So, dieser Satzungsänderungsantrag will das festlegen, sowohl für den Landesverband als auch für seine Untergliederungen, damit auch in den Untergliederungen nicht das wieder ausgehebelt werden kann. Das ist das Merkmal dieses Satzungsänderungsantrages, eins. Und ein Merkmal im Unterschied zu den anderen beiden Satzungsänderungsanträgen, ich habe es hier versucht mit knappen Worten zu machen, weil ich der Meinung bin, eine Satzung soll möglichst wenig Text beinhalten, soll sich auf das Grundsätzliche beschränken und die detaillierteren Ausformulierungen gehören dann meiner Meinung nach in eine Geschäftsordnung. Ein Parteitag gibt sich ja noch eine Geschäftsordnung, in der er dann nochmal weitere Details festlegen kann. Das zu meinem Antrag und jetzt hört ihr die beiden anderen. Letzten Endes, aus meiner Sicht, mir ist wichtig, dass einer von diesen Anträgen angenommen wird. Freue ich mich natürlich, wenn es der ist, aber bitte nehmt mindestens einen dieser Anträge an. So, bevor der Wolfgang noch was sagt, ne, erstmal vielen Dank an Gerd, der hier vorne das ZKP gestern durchgehend besetzt hat und auch heute wieder macht. Der Satzungsänderungsantrag 6 vom Wolfgang wurde zurückgezogen. Wolfgang möchte nur den 5 jetzt vorstellen. Bitte, Wolfgang. Ja, danke. Also wie der Klaus ja schon gesagt hat, geht es uns um dasselbe. Wir wollen die öffentlichen Mitgliederversammlungen, dass es ganz eindeutig ist und dass da niemand aus irgendwelchen Lücken sich dann irgendwas reininterpretieren kann und dann sagt, ja, aber darüber müssen wir jetzt doch noch abstimmen. Ich bin da eigentlich mit Klaus völlig derselben Meinung, was das Ziel betrifft. Ich bin da eher als Informatiker nur ein bisschen argwöhnischer und möchte nur ein paar Lücken geschlossen haben. Zum Beispiel sagt mein Antrag dann auch explizit, dass Gäste auch ein Rederecht haben, weil das in der Praxis totaler Humbug ist, hier zu kontrollieren, wer nachher vor ein Pro- oder Contra-Mikrofon tritt. Da wollen wir nicht jedes Mal kontrollieren. Und es ist auch etwas, was zu uns gehört, dass wir offen sind für fremde Leute, die hier auch was vortragen, denn das ist ja auch wichtig. Deswegen diese Details. Auch habe ich eine noch reingeschrieben über dem Klaus hinaus. Bei mir geht es nicht nur um Streaming, sondern ich habe reingeschrieben, dass auch andere Möglichkeiten der Übertragung drin sind. Wir müssen halt damit rechnen, irgendwie wollen wir Leute auch nicht nur streamen, sondern andere Dinge. Ich möchte halt, wie gesagt, nicht, dass irgendjemand sich Rosinen aus dem Antrag rauspickt und darüber dann Diskussionen anfängt. Aber wie auch der Klaus sagte, mir geht es nur darum, ein Antrag sollte angenommen werden, ist egal welcher, Hauptsache wir haben da sowas. Danke. So. Ihr kennt eure GO ja, bitte bei den richtigen Mikrofonen anstellen. Wenn ihr Statements abgeben wollt, Fragen sind natürlich an die Antragsteller auch erlaubt. Wir machen das jetzt gemeinschaftlich. Wir machen das jetzt gemeinschaftlich, das heißt also, wir werden die Fragerunde für beide Anträge gemeinschaftlich machen. Die VL kriegt das schon hin und auch den Rest. Es ist noch eine Formalie zu klären. Möchte jemand den Satzungsänderungsantrag 6 übernehmen? Zu Protokoll? Nein. Wir beginnen mit Pro. Da ich jetzt draußen beim Ratschen war und es tut mir total leid, habe ich jetzt tatsächlich noch die Frage, also Klaus hat jetzt seinen Satzungsänderungsantrag aufgegeben und dieser hier wird es jetzt? Nein. Legt ihr sie zusammen?
Also von Wolfgang waren 2 Satzungsänderungsanträge, davon hat er einen zurückgezogen. Das war okay. Der 6er. Jetzt bleibt von ihm nur noch der 5er. Von mir bleibt der 1er, den ich vorgestellt hatte. Es tut mir leid, Klaus, ich mag dich wirklich sehr, aber der 2er, also der von Wolfgang, fällt mir besser. Okay. Bitte? So, ich habe zu dem Antrag von Wolfgang eine Frage. Wolfgang, du schreibst da Mitgliederversammlung, kannst du es nochmal einblenden, bitte? Bei Versammlungen und Sitzungen des Landesverbandes. Wir haben bei den Sitzungen des Landesverbandes oder Landesvorstands öfter die Situation, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen oder persönlichkeitsschutzrechtlichen Gründen die Sitzung geschlossen halten müssen, weil wir das ansonsten nicht öffentlich diskutieren dürfen. Wie gehen wir damit um, wenn dieser Antrag in der Form durchkommt? Ansonsten finde ich den Antrag auch besser als den von Klaus. Ja, die Antwort ist der Satz 3. Wenn ihr dazu 2/3 eurer Sitzung, der Vorstandssitzung beschließt, das nicht öffentlich zu machen, dann geht das, der Versammlung dann. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber ich würde auch was sagen gerne. Ihr habt durch einen dummen Zufall einen Versammlungsleiter hier, der schon einen geschlossenen Landesparteitag durchgeführt hat. Und zwar hat er das gemacht ganz von alleine, denn auch wir verstoßen nicht gegen Datenschutzgesetze. Das heißt also, unter bestimmten Umständen, nämlich dann, wenn sowieso Persönlichkeitsrechte tangiert werden, dann werde ich auch hier die Öffentlichkeit ausschließen. Das macht man einfach so, denn das Gesetz steht immer noch über der Satzung. Also grundsätzlich, dass es mal niedergeschrieben wird, finde ich gut. Das Problem ist, beide Anträge sehen für mich irgendwie so aus, wie in einer heißen Nacht geschrieben und dann eingestellt. Der eine Antrag von Wolfgang, der beinhaltet vieles nicht. Zum Beispiel schreibt er nur von Streaming, von einer Aufzeichnung und verzögerten Wiedergabe schreibt er wiederum nichts. Ja? Und auch so Hochladen in YouTube oder sonst was, wo eventuell Gesichtserkennungen laufen oder ähnliche Algorithmen in Zukunft oder derzeit schon angewendet werden, steht dort auch nichts. Da wird eher klarer. Das Problem wiederum hier ist, er will allen ein Rederecht geben. Na gut, dann kommt halt irgend so ein dummer Troll her, der nicht mal Mitglied ist, stellt sich 5-mal ans Mikro, wie schließe ich den dann aus? Er hat ja das Recht zu reden. War das eine Frage? Nein, das war ein Statement. Ich glaube auch, dass dieser Antrag mit heißer Nadel gestrickt wurde, aus spontanen Gründen. Wir haben so etwas Schönes wie unser Grundsatzprogramm. Das ist immer ganz praktisch, wenn man da mal ein bisschen drin rumliest. Da steht zum Beispiel Transparenz, also wir fordern Transparenz des Staatswesens. Da steht, jeder Bürger hat unabhängig von der Betroffenheit und ohne den Zwang zur Begründung das Recht auf allen Ebenen der staatlichen Ordnung, Einsicht und so weiter. Und dann steht, seine Schranken findet dieses Recht in den Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, der nationalen Sicherheit, der Verhinderung von Straftaten und Ähnlichem. Also dieser Punkt ist viel weiter ausgedehnt, der wird hier überall nicht berücksichtigt. Also es gibt einfach Gründe, warum ich Versammlungen nicht öffentlich durchführen lassen kann. Bitte? Grundsätzlich mal eine Frage. Wenn die Versammlung das beschließt, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, beinhaltet für mich das eigentlich, dass alles, was nach was nicht hier im Raum bleibt, sage ich mal, also alles, was veröffentlicht wird in irgendeiner Form, dann ausgeschlossen ist. Also ich würde da sagen, eigentlich beinhaltet es schon was, dass man sagen kann, wenn da wirklich jemand sagt, okay, ich will nicht, dass die Versammlung sagt, es ist nicht möglich, dann wird es auch nicht veröffentlicht in irgendeiner Form.
Ich werte das als Kontrabeitrag. Ist das ein Kontra gewesen? Ja, es ist allgemein. Meinst du den Anträgen, dass ich sage, okay, wenn die Versammlung sagt, es ist nicht öffentlich, dann ist alles ausgeschlossen. Hm? Und wenn sie sagt, es ist öffentlich keine Stellung dazu nimmt. Ich werte das als Kontrabeitrag zu diesen Anträgen. Der nächste bitte. Der Antrag Nummer 5 regelt sehr vieles halb, aber genau einen Punkt regelt er nicht, nämlich wann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann. Im Endeffekt steht nämlich genau da, wenn eine Zweidrittelmehrheit zustimmt, dann könnt ihr ausschließen. Und das halte ich eben für ein ganz großes Problem, dass er eben genau nicht regelt, was er regeln soll. Und der Satzungsänderungsantrag 1 von Klaus regelt eben sehr wohl, wenn eben Persönlichkeitsrechte eingeschränkt sind. Und genau das ist das, was wir regeln wollen, und deswegen empfehle ich euch, den Antrag 1 zuzustimmen. Ja, ich schließe mich mehr oder weniger mal an. Ich habe auch ein Problem mit der Ausschlussklausel von Antrag Nummer 5. Zwei Drittel aus einem beliebigen Grund ist das Erste. Zweitens geht dieser Antrag auch auf Sitzungen des Landesverbandes, also sprich, er erfasst auch Vorstandssitzungen, die mit Artikel 3 jetzt auch wieder nicht sauber geregelt sind. Und er greift in dieser Formulierung nicht durch, sprich, er bindet die Bezirks- und Kreisverbände nicht. Das wäre auch noch nachzurüsten. Nee, der 5er schon, der 6er nicht alle. Danke. Ja, bitte? Also ich stelle mich jetzt am Pro-Mikro an, weil ich grundsätzlich einen starken Pro-Beitrag zu dieser satzungsgemäßen Verankerung transparenter Parteitage hier erstmal führen will. Denn auch wenn wir natürlich uns immer zwischen diesem tollen Konfliktfeld Privatsphäre und Transparenz bewegen, haben wir schon längst seit Jahren beschlossen, dass wir wollen, dass politische Prozesse transparent stattfinden und dass Versammlungen von Parteien von uns als politische Prozesse interpretiert werden. Da braucht man jetzt nicht drum diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich möchte mich an dieser Stelle explizit jetzt für den Antrag von Klaus aussprechen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich als langjähriger Satzungsnerd sowas, was ich als Satzungshygiene bezeichne, mag. Das heißt, ich möchte eben auch, dass Satzungssätze möglichst kurz und möglichst unmissverständlich sind. Was mir sehr gut gefällt, ist eben, dass ganz klar gesagt wird, von Mitgliederversammlung des Landesverbands gesprochen wird. Das ist ein Organ. Bei Sitzungen und Versammlungen des Landesverbands, das ist tatsächlich was, da muss sich im Zweifel wieder ein Schiedsgericht mit beschäftigen. Der zweite Punkt ist, man sieht sehr stark, dass der Informatiker in dir durchkommt, wenn ich das so sagen darf, Wolfgang. Ich verstehe das, ich möchte am liebsten auch immer alles regeln wie in einem Stück Code. Der Effekt ist leider, dass der Großteil dessen, was du da reingeschrieben hast, nicht wirken wird, denn für Gäste zählt die Satzung nicht, auch wenn sie Gäste auf diesem Parteitag sind. Das heißt, du kannst Gästen in der Satzung nicht verbieten, Bildschirm abzufilmen, das kann nur der Versammlungsleiter, der das Hausrecht drin hat. Während ich die Intention beider Anträge voll und ganz unterstützen möchte, möchte ich jetzt aus meiner persönlichen Präferenz, wie ich Satzungen gerne hätte, mich explizit für den Antrag von Klaus aussprechen. Ich hoffe, es ist okay. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, ich möchte mich auch für den Antrag von Klaus aussprechen. Er ist eigentlich knapp, lässt so diese Interpretation, die wir jetzt beim Wolfgang seinen Antrag gehabt haben, wenig Lauf. Also das mit dem, können wir kurz den Fünfer nochmal zeigen? Das Sitzung des Landesverbandes, da bin ich auch drüber gestolpert, was man jetzt darunter versteht. Das ist da jetzt Vorstandssitzung mit dabei oder nicht? Also ich finde den Klaus seinen Antrag ist gut, und ich muss jetzt da widersprechen, dass der irgendwie ausschaut, als ob es mit heißer Nadel gestrickt worden ist, sondern er fasst eigentlich das, was wir eigentlich schon immer wollen, einfach in ein paar Sätzen zusammen. Deswegen ist er unterstützungswert. Danke. Ganz kurz, Klaus, wer entscheidet denn, wie viele Leute entscheiden, weil da habe ich die Zweidrittelklausel bei dir, was ist da drin? Wie viele Leute entscheiden, dass die Sitzung quasi nicht gestreamt wird? Das sind dann einfach die allgemeinen Regelungen, das wäre dann tatsächlich nur die einfache Mehrheit. Das war eine Frage. Sind noch Redebeiträge offen? Wer noch was sagen möchte, darf sich an den Pro und Contra Mikrofon anstellen, beziehungsweise winkt jetzt wild mit den Armen, Beinen und dem ganzen Körper. Ansonsten würde ich jetzt die Rednerliste dafür schließen. Ich erteile in der Reihenfolge der Vorstellung Klaus das erste Abschlusswort zu seinem Antrag.
Ja, in den Fragestellungen oder in den Beiträgen ist ja nochmal vieles genannt worden. Ich denke eben auch, der Antrag ist knapper, er ist etwas präziser. Ich hätte tatsächlich auch ein Problem mit der Formulierung des anderen Antrages, wo von Sitzungen die Rede ist, dann die Ausnahme sich aber auf Versammlungen bezieht, 2/3 der Versammlung. Was ist denn, wenn ich eine Sitzung als Versammlung auffasse, wer sind denn dann diese 2/3 von was? Sind das alle Gäste, die dabei sind? Sind das nur die Vorstandsmitglieder? Das ist mir alles zu unklar in dem anderen Antrag. Auch wenn die Intention ja völlig identisch dieselbe ist zwischen beiden. Also deswegen würde ich mich eben für meinen Antrag gezielt aussprechen. Wolfgang, bitte. Also ich bin ja natürlich für beide Anträge, den einen, weil ich den geschrieben habe, den anderen, weil ich ihn auch unterstütze und auch mit ihm darüber geredet habe. Ich denke, was mir an dem Antrag jetzt nicht gefällt, ist das die Festlegung auf Streaming, aber das sind Sachen, über die man regeln kann. Wichtig ist mir, dass wir jetzt einen von diesen beiden Anträgen nehmen und welcher es ist, ich werde mit beiden glücklich sein. Also ich plädiere natürlich für meinen, aber wenn ihr den anderen nehmt, bin ich auch sehr glücklich und daher nehmt von eurem Recht Gebrauch und wählt für beide. Ist irgendwas gerade passiert? So, das Verfahren ist klar und auch ihr wisst, ihr könnt jederzeit Verfahrensfragen stellen, euch wird geholfen. Wir werden jetzt im Approval über Klaus und Wolfgangs Anträge abstimmen, nämlich nur darüber, über welchen wir dann abstimmen. Ist immer witzig. Also, wer möchte, dass wir über Klaus' Antrag abstimmen, hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Ich sehe euch. Und bitte, wer möchte das für, das war super, Ron, das habe ich schon, das habe ich nicht vergessen. Und wer möchte, dass über Wolfgangs Antrag abgestimmt wird, hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Wir werden über Klaus' Antrag abstimmen, vielen Dank, Wolfgang. Und wer ist dafür, dass der Antrag angenommen wird? Ja- und Nein-Karten bitte gleichzeitig. Also bitte, wer dagegen ist, jetzt auch die Nein-Karten. Das sind 5 Gegenstimmen, die 2/3-Mehrheit ist erreicht. Das ist ein angenommener Satzungsänderungsantrag. Klaus, du bist weiter dran. Ja, du darfst hier bleiben. Also, wir kommen jetzt zum Satzungsänderungsantrag 02. Gründung von Untergliederungen. Der Antragsteller hat das Wort. Jo, wir hatten in diesem Jahr die Situation, dass sich in Schwaben ein Ortsverband gründen wollte. Und das war ohne die Zustimmung des Kreisverbandes, ohne die Zustimmung des Bezirksverbandes und ohne die Zustimmung des Landesverbandes, also der Vorstände dieser Gliederungen. Wir waren der Meinung, dass wenn diese Gliederung keine Mitgliedsdaten bekommt und diese Zustimmungen nicht vorhanden sind, eine solche Gründung unmöglich sei. Daraufhin wurde vom Schiedsgericht geklagt, vom Landesschiedsgericht und vom Bundesschiedsgericht. Das musste also dann noch weitergereicht werden ans Bundesschiedsgericht. Das Bundesschiedsgericht hat ein schon gut begründetes Urteil geliefert oder ein Beschluss, aber der hat uns sehr überrascht. Der Tenor dieses Urteils war, subjektive Maßstäbe von Vorständen ausgesprochen sind unwirksam in diesem Zusammenhang. Ein Vorstand darf subjektiv nicht entscheiden, ob sich eine Gliederung gründet oder nicht. Nur objektive Maßstäbe in einer Satzung niedergeschrieben lassen, können das zulassen, dürfen das einschränken. Die müssen objektiv in einer Satzung niedergeschrieben sein. Jetzt haben wir aber in der Bundessatzung keinerlei Regelungen dazu, überhaupt keine. Und in der Landessatzung haben wir auch keine Regelung zu diesem Punkt. Da heißt es einfach nur, die können sich gründen. Es ist nur festgelegt, es gibt diese Ebenen, Land,
Bund, Land, Bezirk, Kreis, Ort. Und es wird was über politische Grenzen gesagt und dass das geschlossene Gebiete sein müssen etc. Aber wie das Gründen zustande kommt, welche Einschränkungen gelten, es gibt keine Einschränkungen in der Bundessatzung oder der Landessatzung. Es gab eine Einschränkung in der Satzung des Bezirksverbands Niederbayern, aber die gilt ja jetzt auch nicht mehr, nachdem wir den Bezirksverband nicht mehr haben. Das heißt, das wussten vielleicht viele nur nicht. Okay, jetzt habe ich vielleicht schlafende Hunde geweckt und darauf aufmerksam gemacht. Jetzt weiß es jeder, dass 3 Leute reichen, um einen Ortsverband zu gründen. Jetzt hat aber ein Ortsverband gravierende Folgen in der Verwaltung. Deswegen auch noch die anderen Anträge, die ich stelle, die haben damit auch zu tun. Die beiden weiteren Anträge sind letztlich irgendwo ein Gesamtpaket und ein Gesamtkonzept in diesem Zusammenhang. Ich möchte nämlich ganz gerne unterscheiden können zwischen Gliederungen, die politisch wirken, und den wirtschaftlichen Konsequenzen, die daraus entstehen. Wir wollen ja in erster Linie Politik machen und nicht uns verwalten. Jetzt sind aber die Gliederungen, so wie sie nach der Bundessatzung entstehen können, immer rechtsfähige Institutionen, immer rechtsfähige Entitäten, auch wenn sie nicht rechtsfähige Vereine heißen. Sie sind rechtsfähig, alle Gliederungen nach Bundessatzung sind rechtsfähig, weil die Bundessatzung sagt, Mitgliedsbeiträge werden aufgeteilt auf diese Gliederungen. Damit hat jede Gliederung nach Bundessatzung erstmal eine Einnahme. Außerdem sagt die Bundessatzung, die unterste Gliederung nimmt Mitglieder auf, entscheidet über die Mitgliederaufnahme. Auch das sorgt dafür, dass jede Gliederung nach Bundessatzung rechtsfähig ist. Das erkennt man auch daran, dass jeder KV zur Bank gehen kann, zu einer Bank gehen kann, mindestens zu einer Sparkasse oder sonst wohin, und dort ein Konto abschließen kann. Die Bank akzeptiert also unsere Gliederungen als rechtsfähig. Mindestens mal daraus ist bewiesen, sie sind rechtsfähig, auch wenn sie sogenannte nicht rechtsfähige Vereine sind. So, das bedeutet wiederum, dass für diese Gliederung ein eigener Buchungskreis in unser Buchhaltungssystem angeschafft werden muss, eingestellt werden muss, und die Buchungen, die zwischen den Gliederungen passieren, das sind ja gerade die Mitgliedsbeiträge, immer in beiden Buchungskreisen oder in allen Buchungskreisen über alle Ebenen hinweg erfolgen müssen, und die müssen immer spiegelbildlich zusammenpassen, damit nachher die Konsolidierung funktioniert. Und das macht den großen Verwaltungsaufwand, der von Gliederungen in dieser Weise, von rechtsfähigen Gliederungen ausgelöst wird. Der Satzungsänderungsantrag 4, den ich nachher noch vorstellen werde, versucht, da eine Trennung möglich zu machen. Er versucht, eine Gliederungsform zu etablieren, wie sie in anderen Parteien auch schon existiert. Da werde ich aber dann später noch was dazu sagen. Aber das bitte im Hinterkopf behalten für diesen Antrag. Dort versuche ich dann, die Trennung durchzuführen, dass Gliederungen sehr wohl politisch wirksam sein können, nach innen, nach außen als politische Gliederung wahrnehmbar sind, aber sie nicht einen eigenen Buchungskreis erfordern und nicht diesen Verwaltungsoverhead erfordern. So, dazu gehört aber auch, dass wir einen Wildwuchs von Gliederungen ein bisschen eindämmen müssen. Und wir haben ja in der Erfahrung gesehen, dass wir viele Kreisverbände vor allem 2012 gegründet haben in Bayern, die heute nicht mehr lebensfähig sind. Es gibt diese Kreisverbände. Das sind nicht viele, von denen man sagen muss, sie sind nicht mehr lebensfähig, aber sie existieren. Sie existieren in Schwaben. Es ist auch ein Kreisverband in Niederbayern, wo die Mitglieder selber sagen, das funktioniert nicht mehr. Wir haben nicht mehr eine Mitgliederversammlung dort zustande gebracht, auch in Deggendorf an diesem berühmten Tag. Da kam ein einziger akkreditierter Pirat. Das heißt, solche nicht mehr lebensfähigen Gliederungen kann man noch nicht einmal mehr auflösen auf vernünftige Art und Weise, weil noch nicht mal mehr eine Mitgliederversammlung zustande kommt, die überhaupt beschlussfähig ist, um den Kreisverband aufzulösen. Um solche Kreisverbände, solche Leichen aufzulösen, bräuchte es eine fingierte Ordnungsmaßnahme. Da müsste man so tun, als gäbe es da einen Verstoß, und dann muss man hoffen, dass da keiner gegen klagt. Das ist dann nicht der Sinn von Ordnungsmaßnahmen. Das ist ja nun wirklich Unfug. Das heißt, da haben wir auch eine Regelungslücke. Entschuldigung, ich argumentiere gerade für den nächsten, für den Satzungsänderungsantrag 3 mit den Auflösungen. Aber ihr seht schon, das gehört alles zusammen. Die Zahlen, die ich hier in meinem Antrag jetzt drinstehen habe, mit 42 stimmberechtigten Mitglieder braucht es, um überhaupt mal gründen zu können. Und 23 aus einem politischen Gebiet sollen dann auch mit Ja stimmen. Diese Zahlen mögen vielen zu hoch erscheinen. Das habe ich in Diskussionen mitbekommen, dass viele sagen, grundsätzlich ist das ja in Ordnung, wir
wollen keinen Wildwuchs haben. Es ist nicht schön, wenn da drei Piraten, die überhaupt nicht mit den Grundsätzen der Partei übereinstimmen, die eigentlich nur gegen ihre übergeordneten Gliederungen arbeiten, jetzt wild einfach einen Ortsverband gründen können und dann haben wir auch noch diesen ganzen Verwaltungsoverhead am Hut. Wem diese Zahlen so hoch sind, dem möchte ich explizit sagen, bitte hängt euch jetzt nicht an diesen konkreten Zahlen heute auf. Ich verspreche, dass ich mich dafür einsetze, in einem halben Jahr nochmal auch dafür zu sorgen, dass auch in einem halben Jahr wieder ein Landesparteitag ist, weil ich es nämlich nicht gut finde, wenn wir nur einmal im Jahr einen Landesparteitag haben. Also es sollte auf jeden Fall in einem halben Jahr nochmal sowieso ein Landesparteitag sein. Und dann kann man diese Zahlen immer noch mal ein bisschen runtersetzen, wenn sich dann herausstellt, das ist euch zu hoch. Wichtig ist jetzt aber, dass wir jetzt erstmal durchaus eine Schranke einziehen und kein Wildwuchs von Ortsverbänden und Kreisverbänden entsteht. Denn wir sind nicht in der Lage, in der Situation, wo wir heute uns so etwas leisten können. Wir haben 2012 schon de facto zu viele Kreisverbände gegründet, weil sie heute nicht mehr lebensfähig sind. Da muss irgendwo eine Grenze eingezogen sein. Vielen Dank, Klaus. Öffnet immer bitte die Mikrofone. Danke. Bitte schön. Ich möchte ein kurzes Statement für diesen Antrag abgeben. Es macht überhaupt keinen Sinn, Gliederungen zu gründen, die nicht lebensfähig sind. Und die hier vorgesehenen Mindestzahlen sind meines Erachtens absolut notwendig, um vernünftig arbeiten zu können, was die Verwaltung angeht. Aus politischer Sicht braucht es meines Erachtens auch in solchen kleinen Regionen nicht unbedingt eine Untergliederung. Beispielsweise in Unterfranken gibt es die Möglichkeit, Gebietsversammlungen abzuhalten, um dann auch politische Beschlüsse zu treffen. Und ich würde euch deswegen bitten, diesem Antrag zuzustimmen. Ist das offen? Ja. Ich muss das leider eine Gegenrede halten. Ich habe ein bisschen kleines Déjà-vu. Ich frage mich, wie oft schafft man es, einen Parteitag abzuhalten, in dem nicht Mindestanzahl von der Gliederung gefordert werden. Das ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist zumindest der 9. Antrag auf irgendeiner Ebene, wo ich sehe, wo jemand sagt, man soll sowas machen. Ich bin ein klarer Gegner von Mindestmitgliedern für Untergliederungen. Die Zahl ist ziemlich hoch, auch wenn ich 42 als eine sehr schöne Zahl finde und 23 und ich glaube, ich verstehe, woher die Intention dieser Zahlen kommt und es irgendwie auch witzig ist. Ohne mich jetzt daran aufhängen zu wollen, egal wie viele Mindestmitglieder da sind, halte ich eine Mindestanzahl von Mitgliedern für ein sehr, sehr schlechtes Kriterium dafür, wann ein Verband tatsächlich lebensfähig ist. Als Beispiel, wir haben den Kreisverband Ingolstadt mit 10 Mitgliedern gegründet. Dieser Kreisverband hat es geschafft, 4 politische Aschermittwoche auf die Beine zu stellen, komplett unabhängig quasi vom Landesverband, außer dass der Geld zugeschossen hat. Ja? Also die komplette Verwaltung und sonst alles lief darüber ab. Weswegen ich der Meinung bin, dass die Idee, und andersrum hat man Verbände, die sind zwar, die haben irgendwie formal irgendwie 80 Mitglieder und kommen dann vielleicht ganz viele Leute dorthin, aber kriegen jetzt nicht so viel zustande. Vielleicht auch, ich denke trotzdem an Beispiele außerhalb Bayerns, die ich jetzt aber nicht genau nennen will. Ja, ich sehe es ein, wenn man Kriterien haben will, müssen die objektiv sein. Ich halte, wie gesagt, nur Mindestmitgliederzahlen für nicht objektiv, sondern ganz im Gegenteil eher ziemlich willkürlich. Weil, kurz zu sagen, 5 aktive Mitglieder, die richtig was reißen, bringen mir mehr als 50 aktive Mitglieder, die sich im Prinzip, was ich, nur streiten oder sonst was. Ich sehe es ein, dass es Probleme gibt mit der Auflösung, das ist der nächste Antrag, da hast du mich schon erwischt. Beim übernächsten reden wir nochmal. Ich möchte nur an dieser Stelle erneut darum bitten, das wäre eine Präzedenz quasi hier, keine Mindestmitgliederzahlen für diese, ich will explizit die verwaltungstechnische Autonomie dieser Verbände haben. Ich will Kreisverbände haben, wenn man halt einen guten Schatzmeister hat, der, wenn er sagt, wir brauchen 200 Euro und die Leute legen Geld zusammen, dass das dann halt ordentlich verbucht wird und dass das verwendet werden kann, ohne dass zum Beispiel die übergeordneten Gliederungen, der Landesverband, der Bezirksverband, dazu im Endeffekt von allen belastet werden müssen. Ich weiß nicht, wer noch das Crew-System in NRW kennt. Ja, das ist das beste Beispiel, was passiert, wenn man eben keine verwaltungstechnisch autonomen Untergliederungen hat, sondern so politische Untergliederungen, die dann irgendwie verwaltungstechnisch an den Obergliederungen hängen. Ich versuche das jetzt zusammenzufassen. Ich bin ein sehr großer Freund davon, gerade im Sinne der Basisdemokratie, dass man Unterverbände gründet und dass die auch im Zweifel nicht zu groß sein müssen. Und ich muss an dieser Stelle halt leider sagen, dass wenn
wir Regelungen brauchen, dass die falschen sind und dieser Antrag erstmal zurück ans Reißbrett muss und kann dem leider so nicht zustimmen. Danke. Aber das war jetzt schon eine Frage an mich, auf die ich antworten darf. Klaus, möchtest du was dazu sagen? Wenn ich da direkt darauf antworten dürfte, würde ich gern dazu was sagen. Ich lasse dich darauf antworten. Okay. Das Dilemma, das du angesprochen hast, ist mir natürlich bewusst. Natürlich wäre es auch mir lieber, dass man sagt, so und so viele aktive Piraten. So, aber das ist nicht objektiv machbar. Du kannst den Aktivitätsgrad nicht objektiv messen. Und das Schiedsgerichtsurteil sagt eben, objektive Maßstäbe. So, und da muss ich halt, auch wenn das kein guter Maßstab ist, es ist aber der einzige Maßstab, den ich objektiv fassen kann. Alles andere ist nicht objektivierbar. Da muss ich das kleinste Übel nehmen. Und, ja gut, ja genau. Der Nächste, bitte. Danke dir. Ich möchte bitten, dem Antrag zuzustimmen. Erstens, wir haben viel zu viele Verbände, die nicht funktionsfähig sind. Ein Kreisverband mit 5 Mitgliedern, und seien sie noch so aktiv, mag kurzfristig funktionsfähig sein. Wenn 2 gehen, ist das nicht mehr. Es braucht einfach einen gewissen Background, es müssen gewisse Leute da sein. Und wenn 5 Leute, die Hochaktiven, die gerade lobenswerterweise angesprochen waren, die ich ganz, ganz toll finde, sollen die bitte Politik machen, sollen sie Dinge machen und sollen sie nicht verwalten. Ein Verband ist kein Selbstzweck. Es ist keine Selbstbestätigung, es ist eine Organisationseinheit. Wenn nicht der nötige Background da ist, dass diese wirklich funktionieren kann, dass sie wirklich benötigt wird, dann wollen wir ihn bitte nicht gründen. Ich finde auch die Zahlen in Ordnung, die sind absolut angemessen. Man braucht mindestens ein Verhältnis von 1:5 von Aktiven und Passiven. Insofern bitte annehmen. Ja. Für mich ist das eine Einschränkung demokratischer Rechte. Wir haben wiederum, ich verweise wiederum auf unser Grundsatzprogramm, wir möchten gerne Demokratie fördern und genau dieser Antrag wirkt dagegen. Wir möchten jetzt aufgrund von verwaltungstechnischen Gründen die politischen Möglichkeiten, die demokratische Mitarbeit von Personen einschränken. Und wie man auf der Mailingliste sieht, wir haben gestern mit der Auflösung des Bezirksverbandes Niederbayern schon ein Mitglied in einer schwachen, besetzten Region in Dingolfing ausgetreten. Und ich finde es bedauerlich, dass man die Leute so ihnen etwas verspricht in ihrem Grundsatzprogramm und dann aus organisatorischen Gründen Dinge wegrationalisiert. Danke. Ich kann Andis Argumentation voll und ganz nachvollziehen. Trotzdem finde ich den Antrag gut. Ich möchte auch kurz erklären, warum und warum das eigentlich keine unnötige Einschränkung ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Antrag nicht zusammen mit dem ebenfalls noch folgenden Antrag auf diese virtuellen Untergliederung gestellt wurde und dann modular abgestimmt wurde. Denn man muss den im Kontext sehen, so wie Klaus das auch schon gesagt hat. Es bleibt trotzdem noch eine Möglichkeit, eine de facto Untergliederung, allerdings ohne wirtschaftliche Eigenständigkeit, zu gründen mit deutlich weniger Mitgliedern. Das große Risiko, wenn wir keine Einschränkung der Mitgliederzahlen haben, haben wir selber bei uns schon erlebt und ist auch in anderen Gebietsverbänden schon aufgetreten. Wir haben sonst Tür und Tor offen, dass wir mit Minigruppen, die dann irgendwelche familiären Truppen ankarren, plötzlich einen Orts- oder Kreisverband gründen und da ihren komplett eigenen Stiefel machen. Das hat mit Demokratie auch überhaupt nichts mehr zu tun. Wir nehmen auch den Leuten nicht die Möglichkeit der Mitarbeit, nur weil sie keinen Kreisverband haben. Sie können sehr wohl arbeiten, dafür braucht es keinen Kreisverband. Aber was wir brauchen, ist eine vernünftige Möglichkeit, einen Wildwuchs einzuschränken, der dann unvermeidlich entsteht, wenn wir überhaupt keine Grenzen mehr setzen und die Leute im Prinzip mit 3 Leuten einen Kreis- oder Ortsverband gründen können. Und genau diese Regelung stoppt das mit einer sinnvollen Größe. Dietmar weiß auch, wovon er redet. Also der hat das in Oberbayern sicherlich auch schon gesehen. Wir müssen eine Mindestgröße haben. Wir haben in der Oberpfalz auch das Problem, dass wir inzwischen 2 Kreisverbände haben, die so winzig sind, dass man gerade noch die Vorstände kommissarisch bedienen können und ansonsten nicht mehr funktionieren. Es wäre schade, wenn wir die ganze Energie, die da steht, in Vorstandsarbeit verheizen. Also, bevor es weitergeht, 2 Sachen in eigener Sache. Einmal hätte ich gerne die AG Nachwuchspiraten bei mir und zweitens,
Der aufmerksame Pirat und Teilnehmer dieses Landesparteitages kennt natürlich seine GO in- und auswendig. Deswegen betreut mich doch nicht mit Anträgen auf Schließung der Redeliste. In eurer GO ist genau abgefasst, dass 5 Pro- und 5 Kontra-Redebeiträge gestellt werden können, Fragen sowieso immer gestellt werden dürfen zu dem Antrag. Das heißt also, die Rednerliste wird danach sowieso automatisch geschlossen, beziehungsweise es wird abgefragt, ob es 2 weitere Redebeiträge gibt. Es ist nicht notwendig, die Rednerliste zu schließen, weil es nie mehr als 10 Redebeiträge geben wird, es sei denn, ihr wollt das dann so nach dieser Abfrage. Nur damit der Parteitag nochmal informiert ist, das macht uns nur zusätzliche Arbeit. Wir danken dafür, jetzt geht's weiter. So sehr ich das Anliegen unterstütze, so lese ich aus diesem Antrag so einen gewissen Münchner Großkotz raus. Und zwar nicht deswegen, weil 42 so unglaublich hoch wäre, sondern weil wir in Bayern ein Flächenstaat sind. Aus oberbayerischer Sicht macht ein Kreisverband Ebersberg keinen Sinn, weil die können ja nach München fahren. Die können in die S-Bahn steigen und nach München fahren, sich dort anschließen, wunderbar, und dort mitmachen mit dem Bezirksverband. Nur, hier fehlt mir explizit der Halbsatz unterhalb des Bezirksverbands, dass diese Regelung nur unterhalb des Bezirksverbands, der Bezirksverbandsebene zutrifft. Weil was machen die Unterfranken, wenn sie keinen Verband mehr haben? Sie fahren nach Nürnberg, 1,5 Stunden mit dem Zug, super, wunderbar, genau das. Ja? Wahrscheinlich die Aschaffenburger sogar 2,5 Stunden. So, wir sind ein Flächenstaat, wir brauchen eine gewisse Flächenversorgung mit Verwaltung, wir brauchen gewisse regionale Ansprechpartner, das ist einfach essentiell, sonst können wir Gebiete gleich komplett abschreiben aus piratischer Sicht und sagen, da gibt es halt keine Piraten. Ich denke, für eine Partei, die sich diese Internationalität und was Gott was mit allen Parteien in allen europäischen Staaten und zum Teil weltweit das zum Ziel gesetzt hat und sich sehr global versteht, sollte man die Fläche und die Region überhaupt nicht vernachlässigen, und genau das geschieht mit diesem Antrag. Solange der Passus unterhalb der Bezirksebene nicht drin ist, bitte ich darum, das abzulehnen. Danke. Darf ich dazu was sagen? Das war tatsächlich mehr ein Statement, Klaus. Also in dem Fall muss ich dem zustimmen. Andi war da ein bisschen mehr fragender und deswegen, ne? Der Nick. Okay. 1, 2, okay. Ich bitte für Zustimmung für den Antrag. Ich bitte um Zustimmung. Wenn das Mikrofon Strom hat, dann spricht man ungefähr so in diese Mikrofone. Ja, wir haben in Niedersachsen deshalb immer eine Vorführung am Anfang, um zu zeigen, dass man tatsächlich genauso, wie ich diese Mikrofone halte, eigentlich auch in diese Mikrofone spricht. Dann hört man auch euch. Dankeschön. Dankeschön. Batterie alle. Dankeschön für die politische Bildung. Okay, also ich bitte darum, dass wir dem Antrag zustimmen. Politische Arbeit in den Regionen, politische Arbeit vor Ort kann man auch ohne irgendwelche Verbände machen. Wir haben jetzt die Situation, dass ohne irgendeine Regelung das ganze Thema dazu mutiert, dass Leute oder Kleinstgruppen, die unzufrieden sind, vielleicht mit einem Kreisverband, meinen, sich jetzt auf die Schnelle einen Ortsverband zu gründen mit 3 oder 4 Mitgliedern. Das macht wenig Sinn. Vor allem fehlt dann da die komplette demokratische Kontrolle der gewählten Vertreter, weil wenn ich von, was weiß ich, 3 oder 4 Mitglieder habe und die wählen sich einen dreiköpfigen Vorstand, dann kann man von der demokratischen Kontrolle nicht mehr sprechen. Deswegen brauchen wir eine Mindestanzahl von Piraten in den Gliederungen, und deswegen bitte um Zustimmung zu dem Antrag. Ich wollte mal ganz kurz dazwischen, also das war jetzt der 4. Pro-Beitrag, einer kommt noch, das heißt, ihr 2, die noch ansteht, macht euch darauf gefasst, dass wir eine Abstimmung haben, und denkt drüber nach, wir haben ungefähr noch 5 Satzungsänderungsanträge plus andere Anträge, und wir würden heute gerne noch drüber sprechen, ob wir Politik machen wollen und wenn ja, welche und wo wir stehen. Also denkt drüber nach, ob ihr wirklich alle sprechen müsst zu dem Thema, es ist fast alles schon gesagt worden, denkt kurz nach. So. Zuerst, dies ist ein Statement und keine Frage.
Zweitens, ich muss an dieser Stelle nochmal eingreifen, denn ich will kurz zu den Gründen, die jetzt hier genannt worden sind, warum es diese Regelung braucht, kurz nochmal Stellung beziehen. Punkt 1, was passiert, wenn ein Kreisverband durch so eine Talsohle, wie wir sie jetzt haben, irgendwo an einem Punkt ankommt, an dem man nicht mehr, also dem es nicht mehr sinnvoll ist, ihn zu führen. Klaus hat seinen nächsten Satzungsänderungsantrag schon ein bisschen vorweggenommen. Dem stimme ich auch zu. Deswegen würde ich sagen, das ist kein Argument für diesen Satzungsänderungsantrag, sondern für den nächsten. Ob ein Verband irgendwann so inaktiv wird, dass man ihn irgendwie auflösen muss, ist erstmal nicht kein Argument für diesen Satzungsänderungsantrag. Zweitens, das Argument, was immer kommt, politische Arbeit ist ohne einen Verband möglich, das ist richtig. Aber ich habe es vorhin gesagt, mir geht es nicht um die politische Autonomie, dafür brauche ich keine Verbände. Da kann ich 10 Leute zusammensetzen und kann sagen, wir sind eine Ortsgruppe. Haben wir früher gemacht, funktioniert super. Da brauche ich überhaupt keine Satzungsregelung für. Die Satzung ist dafür da, diese Abläufe, die parteiintern organisatorisch da sind, zu regeln. Und da gehört eben dazu, dass wenn ich einen Verband gründe, der zum Beispiel eben die Möglichkeit hat, sein eigenes Geld zu verwalten. Und das ist tatsächlich essentiell. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Politik gemacht habt. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, ich kann ohne Geld keine Politik mehr machen. Es tut mir leid. Ich brauche Geld für Flyer. Ich kann bloggen, ja, aber ich brauche Geld für Flyer. Ich brauche Geld für Equipment, für Infostände. Ich brauche Geld für Equipment, wenn ich YouTube-Videos machen will oder sonst was. Und wenn das halt irgendwie immer an, wenn ich das immer bei übergeordneten Verbänden erbetteln muss, dann sind im Zweifel irgendwann diese Verbände überlastet und es bedeutet schlicht und ergreifend, ich muss warten. Und wenn ich jetzt halt mal 2 Wochen Zeit habe, was zu machen, was ich halt mit einer kleinen schlagkräftigen Gruppe, mit einem kleinen Kreisverband, das basisdemokratisch organisieren könnte, aber dann 3 Wochen lang kein Geld kriege, dann ist diese Zeit weg. Ja, also ich sehe die Tatsache, dass man politische Arbeit ohne einen Verband machen kann, spricht nicht dafür, dass man Regelungen für Verbände machen muss, denn da geht es um was anderes. Dritter Punkt, ist dies tatsächlich die einzige Möglichkeit? Also nochmal, wir reden von objektiven Kriterien. Mindestmitgliederzahlen sind nicht die einzig objektiven Kriterien, die ich an eine Satzung schreiben kann. Ich könnte zum Beispiel einfach die Gründung eines Verbands davon abhängig machen, dass die Mitgliederversammlung des übergeordneten Verbands zustimmt. Das kann ich machen. Ja? Ich kann die Gründung eines Verbands davon abhängig machen, dass Leute bereit sind, Geld zu bezahlen. Das wollen wir natürlich nicht, das ist klar. Das ist nur ein Beispiel, was ich machen könnte. Also Mindestmitgliederzahlen sind nicht die einzige objektive Möglichkeit, die ich habe. Wir könnten uns, wenn wir uns mal ein Wochenende Zeit nehmen, glaube ich, wir kommen auf mindestens 20 verschiedene Möglichkeiten an besseren Ideen. Wenn wir uns jetzt Mindestmitgliederzahlen, nachdem wir sie zum 9. Mal diskutieren, in die Satzung schreiben, sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir glauben, dass nur die Masse an Leuten irgendwie eine sinnvolle Arbeit eines Verbands ermöglicht. Und das ist das, was ich eben genau meinte. Das ist zwar ein objektives Kriterium, aber es ist ein schlechtes Kriterium. Ja, das ist das, was ich meinte. So objektiv es auch ist, wie gesagt, dass die Leute 5.000 Euro bezahlen müssen, um einen Verband zu gründen, ist auch ein objektives Kriterium, aber ein verdammt schlechtes. Ja? Das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen, ich verstehe die Intention. Ich verstehe auch, dass es das Problem gibt, dass Leute gerne dazu neigen, dieses Gründen von Verbänden zu missbrauchen. Das haben wir seit 2007. Ich weiß nicht, ich will jetzt die Franken nicht irgendwie in ein bestimmtes Licht drücken, aber meistens war das damals zumindest aus dem Eck. Also nur, dass diejenigen, die schon älter sind, wissen, was gemeint ist. Der Punkt ist, wir sind mit all diesen Fällen immer zurechtgekommen. Bis jetzt immer. Ja? Das war immer was wir handeln konnten, das war immer was wir regeln konnten. Zum Beispiel, als ich Ortsverbände gegründet habe, wo es keinen Bezirksverband gab, die haben sich darauf geeinigt, dass die Leute halt im Bezirksverband irgendwann aufgegangen sind. Ja? Wenn es an dieser Stelle Regelungsbedarf gibt, bin ich dabei, aber ich bitte diesen Parteitag bitte eindringlich, schreibt nicht Mindestmitgliederzahlen oder 23 Mindeststimmen bei solchen Gründungen rein, weil Fakt ist, wir hätten heute außer München keinen Kreisverband, wenn das jemals in dieser Satzung gestanden wäre. Vielen Dank. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt, als diese Ortsverbandsgründung stattgefunden hat, in dem entsprechenden Kreis als Kreisvorsitzender. Wir hatten uns mit der Sache also auch sehr ausgiebig beschäftigt. Wir haben dann in unserer Kreissatzung eine entsprechende Passus mit reingenommen, das dann als einziges eben auch beim Bundesschiedsgericht dann quasi gegolten hat, dass dieser Ortsverband nicht gegründet werden konnte im Nachhinein. Von daher finde ich grundsätzlich den Ansatz, eine Regelung zu machen,
sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme mit den Zahlen, die man hier haben. Die sind vielleicht wirklich, eben war so das Stichwort Münchner, dass vielleicht die Brille ein bisschen auf ist. In der Tat, mit den Zahlen hätten wir keinen Kreisverband aus heutiger Sicht, vermutlich auch keinen so manchen Bezirksverband nicht mehr gründen können. Mir fehlt ein bisschen eine Abstufung. Die Zahlen mögen vielleicht für einen Bezirk noch sinnvoll sein, hätte man für einen Kreis und einen Ortsverband auch anders definieren können. Das alles über einen Kamm, über eine Zahl zu scheren, ist eben wirklich nicht sehr differenziert. Und zuletzt noch eine Frage, ein Stück weit rhetorisch, die du auch gerne beantworten kannst. Du hast noch einen weiteren Satzungsänderungsantrag, wo es dann eben eine Alternative gibt, sich politisch zu einer Art Gruppe zusammenzuschließen. Was passiert, wenn wir dieses hier annehmen würden, wofür ich übrigens auch bitte, dass das passiert, und der andere würde aus irgendwelchen Gründen abgelehnt werden. Dann hätten wir ein echtes Problem. Von daher habe ich da, ja, mit Bauchweh stimme ich zu, weil ich die Notwendigkeit sehe, aber das Bauchweh ist recht stark. Danke. Gut, das war ja eine klare Frage. Hört ihr mir zu? Ja, das war ja eine klare Frage. Nein, man bräuchte dann keine Bauchschmerzen haben. Denn das, was dieser Satzungsänderungsantrag 4, auf den du dich gerade beziehst, will, ist etwas, was wir ja genau so machen können und auch bereits an vielen Orten machen. Ich weiß es von Oberbayern, in Fürstenfeldbruck wird es genau so gemacht. Dort werden Mitgliederversammlungen abgehalten, es werden Vertreter gewählt, es wird von Bezirk ein Budgetrecht eingerichtet. Das heißt, und wir haben das auch in Schwaben, glaube ich, sogar zum Teil in manchen Nicht-KV-Gegenden, aber in anderen Bezirksverbänden gibt es ähnliche Regelungen. Also das heißt, das, was der Satzungsänderungsantrag 4 will, ist grundsätzlich machbar, nur die Wirkung ist eine andere. Es gibt so ein psychologisches Moment, die Leute wollen, gerade in ländlichen Regionen, haben sie das Problem, dass sie nach außen hin mit ihren Bürgermeistern, mit anderen Parteien auf gleicher Augenhöhe sprechen können, wollen, müssen. Und da würde halt der Satzungsänderungsantrag 4 das verbessern, sodass man tatsächlich nach außen hin auch als Gliederung auftreten kann. De facto könnten wir es heute schon mit Stammtischen, Crews etc., aber dieses psychologische Moment fehlt. Das will eigentlich nur der Vierer hinzufügen. Also es wäre kein Beinbruch, wenn jetzt dieser Antrag angenommen wird, der Vierer nicht angenommen wird. Das, was im Vierer gewollt ist, wird dort nur schöner formuliert und nach außen hin besser transportiert, aber nach innen hin könnten wir es sowieso immer machen und wird es ja an manchen Orten schon gemacht. So, wir haben jetzt 5 Redebeiträge, das heißt, bevor wir abstimmen, kurz die Information. Ihr habt noch genau 12 Minuten lang Zeit, Essensmarken zu kaufen, also jetzt Essensmarken kaufen. So, jetzt ist die Frage, möchte die Versammlung, dass wir weiter über diesen Antrag diskutieren? Dann bitte ich jetzt um die Ja-Karten. Möchtet ihr erstmal nur die Ja-Karten? So, wer möchte, dass wir jetzt die Diskussion beenden? Das ist keine eindeutige Mehrheit für Nein, also müssen wir weitermachen. Bitte. Ja. Ich wollte 2 kleine Anmerkungen machen. Also ich kann den Sinn des Antrags verstehen, bin auch im Prinzip dafür. Ich muss jetzt die Münchner Vorherrschaft einmal kurz brechen. Also selbst mit diesen Zahlen würde es Nürnberg auch geben, den KV. Ich wollte es nur sagen. Es wäre aber knapp. Und das wäre nämlich die nächste Frage, wenn jetzt ein anderer, also wenn die anderen Anträge auch durchgehen würden und wir würden jetzt in Mittelfranken mit unserer Buchhaltung schlampen und würden zwangsweise aufgelöst, dann hätten wir wirklich Probleme, unsere Kreisverbände wieder zu gründen. Also jetzt nur, weil Nürnberg, glaube ich, so der Einzige war, der so mit 25, 26 Gründungsmitglieder da war. Deswegen eigentlich jetzt die Frage an dich, Klaus. Du hast gesagt, wir sollen uns an diese Zahlen nicht dranhängen, die sind nicht in Stein gemeißelt. Ich bin eigentlich auch eher für die Differenzierung, also dass man sagt, Bezirksverbände bräuchten mindestens, Kreisverbände würden vielleicht ab 10 gehen. Die Frage ist, wenn wir jetzt den so annehmen, in welches Prozedere hätten wir, um dann die Zahlen wieder runterzuschrauben? Okay, das Prozedere wäre schlicht und ergreifend auf dem nächsten Landesparteitag und ich spreche mich dafür aus, dass der in einem halben Jahr auch passiert. Wir reden also nur über diesen Zeitraum von einem halben Jahr, dass der auf dem nächsten Landesparteitag entweder angepasst wird, die Zahlen verändert werden, oder aber er komplett nochmal ersetzt wird durch eine neue Regelung, die dann vielleicht andere objektive Kriterien nimmt etc. Jetzt ihn nicht anzunehmen, würde halt Tür und Tor öffnen, wir hätten überhaupt keine Schranke,
Deswegen doch besser jetzt erstmal irgendeine Schranke nehmen, auch wenn sie einem eigentlich nicht gefällt, und in einem halben Jahr diese Schranken verändern. Marc, warte jetzt, weil wir normalerweise immer abwechselnd Pro und Contra haben. Wenn jetzt gerade ein Contra auftaucht, darf der zuerst, bitte. Okay, danke. Sage ist ja dafür ausgelegt, so wird es immer propagiert, um die ganze Partei verwalten zu können. Alles ist kein Problem und der Rechenschaftsbericht kommt ja auf Knopfdruck zum Schluss raus. Ich verstehe die Argumentation nicht, dass jetzt da so gesagt wird, ja, das ist so wahnsinnig aufwendig, eine Gliederung anzulegen. Könntest du das bitte mal erklären, was da jetzt genau so aufwendig ist und was da alles für Schritte notwendig sind? Und ja, dass man das mal beurteilen kann, was denn da wirklich so aufwendig ist. Danke. Achso, ja, und dann noch was. Die Piraten vor Ort wissen eigentlich genau am besten, was sie brauchen. Wie schon vorher gesagt worden ist, Bayern ist ein Flächenstaat. Es macht einfach keinen Sinn, konzentriert irgendwelche Gliederungen zu gründen, übergeordnet über riesige Gebiete und lange Fahrwege zu verursachen. Danke. Gut, die erste Frage ist durchaus berechtigt und das kommt den anderen Anträgen auch zugute, die beschäftigen sich letztlich mit demselben Thema. Der Aufwand besteht darin, dass eine rechtsfähige Gliederung in unserem System einen eigenen Buchungskreis erfordert. Und wenn ich in einem Buchungskreis buchen muss, Buchungen erfassen muss, die zu tun haben mit der Beziehung zu einer anderen Gliederung, dann muss ich dieselben Buchungen noch mal im anderen Buchungskreis spiegelbildlich buchen. Sie müssen unbedingt spiegelbildlich gebucht werden. Werden sie von verschiedenen Leuten in den verschiedenen Buchungskreisen gebucht, dann passen sie in der Regel nicht zusammen. Dann konsolidiert sich nachher der Rechenschaftsbericht eben nicht korrekt. Also darin liegt der Verwaltungsaufwand. Der Verwaltungsaufwand liegt also nicht in der Anzahl der Gliederungen, sondern er liegt in der Anzahl der Buchungskreise. Und das ist der ganze Hintergrund, vor dem alle diese Satzungsänderungsanträge stehen. Gliederungen ja, am liebsten sogar noch welche dazu. Und da werde ich dann auch auf Andis Argument nachher noch eingehen. Aber eben Verwaltungsaufwand bitte weniger Buchungskreise. Das ist das, was die Verwaltung schwierig macht. Der Abgleich dieser Buchungskreise, die Fehler, die dabei entstehen, das sind ständige Fehlerquellen. Und diese Fehlerquellen werden genutzt. Es passiert jeder Fehler, der möglich ist. Diese Fehler wieder auszuräumen, das macht die große Arbeit. Die Anzahl der Buchungskreise zu reduzieren, vermindert diese Arbeit und diese Fehlerquellen. Das Zweite habe ich jetzt irgendwie wieder vergessen, aber ich komme auf den Punkt, den du angesprochen hast, sowieso nachher noch bei den anderen Satzungsanträgen zu sprechen. Kann noch mal ganz kurz, ein Stichwort, was war's, weiß es noch jemand? Mich erinnern bitte. Was du als zweites aufgeführt hattest? Okay, keiner weiß es mehr. Ach so, ja, die Piraten vor Ort, dass sie das selbst am besten wissen. Ja, genau. Das ist ja genau der Satzungsänderungsantrag 4, der genau dafür sorgen will, dass eben nicht, das war auch dein Argument, Andi, vorhin, dass eben nicht nur entschieden wird in der Gliederung drüber, die weit weg ist, sondern dass sehr wohl vor Ort entschieden werden kann. Das will ja gerade dieser Satzungsänderungsantrag 4, zu dem wir nachher kommen, der mit einer eigenen Budgetverwaltung ja explizit arbeitet, was durchaus heute in der Realität ja eh schon an vielen Orten auch passiert. So dass alle diese Bedenken, dass doch auch Verwaltung vor Ort geschehen muss, trotzdem funktioniert. Diese Bedenken sind tatsächlich nicht gerechtfertigt. Ja, also ich bin ja auch noch Kreisvorsitzender des schönen Kreisverbands Neumarkt in der Oberpfalz. Das ist auch einer der kleinen Kreisverbände, die durchaus was gerissen haben, so wie Ingolstadt. Wir haben ein OB-Casting gemacht, wir haben einen Bundesparteitag ausgerichtet. Also man kann schon als Kreisverband durchaus was machen. Aber eigentlich war das nicht der Kreisverband, sondern es waren die 5 Aktiven, die bei uns im Gebiet sind. Und wir hätten das genauso gut ohne Kreisverband machen können. Klar hat ein Kreisverband ein paar Vorteile, ja, wir können über unser eigenes Geld entscheiden. Aber eigentlich war es nicht unser eigenes Geld, sondern es war das Geld, das wir vom Bezirk gekriegt haben. Und es ist mir völlig egal, ob der Bezirk das auf unser Bankkonto überweist oder bei sich auf irgendeinem virtuellen Konto deponiert und uns dazu weist. So. Ja. Im Moment geht es darum, es wird diskutiert, ob wir uns mit dem benachbarten Kreisverband Amberg und Amberg-Sulzbach zusammenlegen. So, wie weit soll das führen? Wir werden dann irgendwann mal eine Kreisverbandsebene unterhalb der Bezirksverbandsebene haben, aus lauter fusionierten Kreisverbänden und dann quasi einen Schattenbezirksverband, der deckungsgleich mit dem Bezirksverband ist. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das bringt nichts, das bringt nur Overhead und im Endeffekt führt es nur zu zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der absolut unnötig ist, weil einfach die kleinen Einheiten alleine nicht lebensfähig sind. So, das Problem, was wir darüber haben, ist,
dass wir einfach die Vorstände auf Bezirksebene und auf Landesebene verbrennen durch so überflüssigen Aufwand, nämlich nicht lebensfähige Gliederungen unterhalten zu müssen als kommissarischer Vorstand und so weiter. Wir haben das ja leider oft genug erlebt in der Vergangenheit. Und ich bitte euch darum, diesen Antrag anzunehmen, damit uns das erspart bleibt, denn wir sollen uns auf Bezirks- und auf Landesebene wirklich noch um was anderes kümmern können, als um irgendwelche herrenlosen Schattenkreisverbände, die hier noch irgendwo de facto noch existieren, aber keine wirkliche Handlungen mehr vorbringen. Andi? Ich schon wieder, sorry. Erstmal vielen Dank, Marc, für dieses Statement für den nächsten Satzungsänderungsantrag. Hat leider, wie ich es vorhin sagte, mit diesem hier überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um die Auflösung des von nicht mehr funktionierenden. Nur weil ein Verband irgendwie 2 Jahre später, nachdem er gegründet worden ist, nicht mehr funktioniert, heißt es nicht, dass es bei seiner Gründung eine gute Idee war. Das tut mir leid, das kann man nicht zusammenschmeißen. Der zweite Punkt ist, dass ich leider gerade nicht so stehen lassen kann, was Klaus gesagt hat, deswegen ich leider schon wieder aufspringen musste. Es ist nicht dramatisch, dass wir keine solche Regelung haben. Wir haben 6 Jahre ohne überlebt. Wir überleben auch noch ein halbes Jahr ohne, denn wir bekommen in einem halbes Jahr demnächst wieder einen Landesparteitag, wo wir bessere Regelungen treffen können. Wir müssen das Kind jetzt hier nicht übers Knie brechen. Ja? Deswegen, also das Statement, was heißt, wir können, das Statement, das immer sagt, wir können ja die Zahlen noch fixen, ist ein viel besseres Statement für, wir machen das lieber in einem halben Jahr richtig und nicht jetzt. Und ich habe leider meinen dritten Punkt wieder vergessen, deswegen setze ich mich schon wieder. Vielen Dank. Soweit mir gesagt wurde, muss jetzt erst noch abgestimmt werden, bevor ein weiterer Redner sprechen darf. Dementsprechend möchte ich jetzt die Handzeichen dafür sehen, ob... Ich war gerade nicht da, ich muss mal ganz kurz nachfragen, aber ich kann dir glauben. Entschuldige bitte, das war mein Fehler. Du darfst ohne Abstimmung sprechen, bitteschön. Kein Problem, danke. Ich mach's auch ganz kurz. So wie du das vorher erklärt hast, dominiert also Sage über alles und wir müssen uns unterordnen, das heißt Sage bestimmt, ob wir Gliederungen gründen können oder nicht, ob es aufwendig ist oder nicht, dann sollte es vielleicht mal darüber nachdenken, ob Sage das richtige Tool ist. Auf jeden Fall sollte es nicht als Argumentation dienen, Gliederungen nicht gründen zu dürfen. Noch ein Nachsatz, wenn jetzt in deiner Antwort dazu wieder Satzungsänderungsantrag 4 vorkommt, stelle ich einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung, um den 4er vorzuziehen, damit wir wissen, ist der angenommen oder nicht, und dann mit dem hier weitermachen können, aufgrund basierender Daten und nicht da in die Zukunft schauen müssen. Danke. Ich habe dich nicht ganz richtig verstanden. Bleib bitte kurz am Mikrofon, ich habe Nachfragen. Ich habe so, also es ist teilweise meiner norddeutschen Herkunft zu schulden, das sei mir nicht böse. Möchtest du einen Geoänderungsantrag auf Änderung der Tagesordnung stellen, also einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung stellen? Den stelle ich, wenn jetzt wieder mit Satzungsänderungsantrag 4 argumentiert wird, weil dann macht es keinen Sinn, über den alles klar, abzustimmen. Gut, dann, ja. Alles klar, dann habe ich das verstanden, dann entschuldige bitte. Ne? Ich musste nur nachfragen. Ist vorbei. Also ist kein Geoantrag gestellt worden? Oder was? Also ich mache jetzt Abschlussstatement oder was? Jawohl, du okay. Hast jetzt, es ist vorbei. Okay. Ich könnte jetzt fragen, ob noch weiter geredet werden möchte, aber es steht ja keiner, der was sagen will. Und dementsprechend ist diese Abfrage unnötig. Ich würde jetzt dem Antragsteller das kurze Abschlusswort zuweisen. Kurzes Abschlusswort. Okay, also wenn die Gliederung gegründet wird, braucht sie Rückenwind. Die Zahlen mit existierenden Gliederungen zu vergleichen, macht keinen Sinn. Die Gliederung muss im Moment, wo sie gegründet wird, muss sie Schwung haben, da braucht es größere Zahlen. Alle anderen Argumente lasse ich jetzt aus, obwohl sie mir eigentlich wichtig wären. Das wichtigste Argument ist für mich schlicht und ergreifend, bisher hat es funktioniert, ja, weil wir alle bisher dachten, dass es die
dass es die Zustimmung der übergeordneten Gliederung braucht. Und damit hat man mindestens in Oberbayern, weiß ich, sondern auch in anderen Bezirken, hat es damit immer irgendwie funktioniert, es zu verhindern, dass Untergliederungen sich wild gründen. Dieses Argument ist jetzt weg mit dem Bundesschiedsgerichtsurteil. Es gibt momentan keine Schranke. Jeder, der will, kann uns jetzt momentan damit Ärger machen, dass er einen Verband gründet. Und wenn einem dieser Antrag nicht gefällt, würde ich trotzdem bitten, ihm jetzt zuzustimmen, um jetzt mal überhaupt irgendeine Grenze drin zu haben. Und dann ändert ihn halt in einem halben Jahr, so wie ihr ihn wollt. Ich hatte gehofft, dass Alternativanträge dazu kommen. Es sind leider keine Alternativanträge gestellt worden. Also von daher ist da momentan die Wahl etwas eingeschränkt. Ja, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Bei Satzungsänderungsanträgen bitte Ja und Nein stimmen gleichzeitig. Ich bitte jetzt um eure Abstimmung. Keine Stimmkarten auf der Bühne. Dann geht ihr runter und stimmt unten ab. Das sind keine zwei Drittel. Der Antrag ist abgelehnt. Jens, gehst du bitte ans Mikro und sagst was? Oder auch oben. Jetzt. Wenn ich das sage, dann brauchst du nicht nachzufragen. Mach ich jetzt gleich danach. So, hallo Piraten. Eine Minute. Kurze Ansage von mir, es ist wieder Sonntag, wir machen wieder Satzungsänderungsanträge, vielleicht ist es ja notwendig, aber es ist vielleicht nicht für alle ganz so spannend. Es gibt hier auf dem Landesparteitag heute einen Stand von CA Cert. CA Cert ist eine digitale Beglaubigungsstelle, die digitale Zertifikate ausstellt, die nicht kommerziell ist. Und dort kann jetzt jeder von euch draußen im Foyer an dem Stand sich informieren. Möglicherweise dort auch gleich Mitglied werden. Und das, was jetzt relativ gut ist auf dem Landesparteitag, wir haben jetzt 4 oder 5 potente sogenannte Assurer da. Das heißt, das ist ein Punktesystem und es gibt jetzt hier die Möglichkeit, halt gewissermaßen in sehr kurzer Zeit an einem Ort halt 4 oder 5 Beglaubigungen zu bekommen und damit relativ viele Punkte zu sammeln und dann auch selber gleich CA Cert Assurer zu werden. Das ist also eine gute Gelegenheit, wenn man sich dafür interessiert, sich da unverbindlich zu informieren und da auch gleich einzusteigen. Also es ist jetzt dann gleich vorne im Foyer und ist über den gesamten Parteitag wird der Stand von CA Cert dort sein. Und das, zu dem Key Signing werde ich dann noch mal ganz speziell aufrufen. Danke. Danke, Jan. Es ist ein GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit für Pro- und Contra-Redebeiträge bei allen Satzungsänderungsanträgen auf 2 Minuten 30 eingegangen. Diesmal ist einfache Mehrheit angesagt, deswegen möchte ich bitte jetzt, wer dafür ist, dass Redebeiträge auf 2:30 begrenzt werden, die Ja-Karte sehen. Die Ja-Karte wollte ich sehen, Jungs. Und jetzt bitte, wer dagegen ist, dass die... Ja, das ist angenommen. Die Redezeit wird auf 2:30 begrenzt für Satzungsänderungsanträge. Ich rufe den nächsten Satzungsänderungsauftrag. Änderungsantrag. Die Antrags. Nur für den Pro und Contra. Habe ich auch so vorgelesen und ist auch, glaube ich, von der Versammlung so verstanden worden. Ne? Ja. Super, Dankeschön. Klaus, den Satzungsänderungsantrag Nummer 3, bitte. Ich habe jetzt nicht richtig verstanden, aber ich nehme mal an, also wir reden jetzt über den Satzungsänderungsantrag 003. So, da geht es um Folgendes. Könnt ihr den auf den Beamer bitte? Da geht es im Prinzip um Folgendes. Heute ist es so, dass die Auflösung eines Gebietsverbandes, wenn sie
wenn er absolut nicht mehr funktioniert. Und wir haben ja solche Fälle, dass noch nicht einmal mehr eine Gebietsversammlung, eine Mitgliederversammlung zustande kommt, die überhaupt noch beschlussfähig wäre. Die Leute aus dem Vorstand existieren nicht mehr etc. Solche Gebietsverbände kann man heute nur noch losbekommen durch eine Ordnungsmaßnahme. Es gibt überhaupt kein anderes technisches Mittel derzeit in der Satzung, um da eine Lösung herbeizuführen. Oder wenn in einem Gebietsverband bewusst, vorsätzlich gegen die Gesamtpartei gearbeitet wird, beispielsweise damit, dass der Schatzmeister oder sogar der gesamte Vorstand sich weigert, irgendwelche Buchungsinformationen weiterzuleiten. Solche Situationen hatten wir ja zweimal sogar. Damit ist für mich die Handlungsunfähigkeit eines solchen Vorstandes bewiesen und solch eines Verbandes oder ja, solch eines Vorstandes. Wir haben heute die Situation, dass wir uns in solchen Situationen, die wirklich objektiv klar sind, streiten müssen, dass wir Ordnungsmaßnahmen brauchen, dass wir Schiedsgerichtsverhandlungen brauchen. Die Intention dieses Antrages ist es, einen Automatismus in der Satzung zu haben, also objektive Maßstäbe in der Satzung stehen zu haben, die jedem bekannt sind, sodass, wenn so ein Fall eintritt, eine Automatik greift, über die man sich nicht mehr streiten braucht, wo die Auflösung geschieht, ohne dass das einen langwierigen Prozess nach sich zieht, der dann nur zu einem Schwebezustand der Gliederung führt und wir damit eine riesen Rechtsunsicherheit haben. Und das haben wir momentan ja ganz konkret mit dem KV Landshut. Da zieht sich der Rechtsstreit jetzt schon seit einem Jahr zieht er sich letztlich hin. Und wir wissen immer noch nicht, was Sache ist. Und wir müssen immer noch auf ein Urteil des Bundesschiedsgerichts warten. Und wir können nicht weitere Konsequenzen ergreifen aus der ganzen Geschichte. Die Intention dieses Antrages ist es, dafür zu sorgen, dass so etwas objektiv ist. Damit wird niemand gegängelt, damit wird niemand etwas Unmöglichem ausgesetzt. Es ist nicht die Intention dieses Antrages. Der Punkt mit den Buchungsinformationen. Entweder direkt selber buchen oder die Buchungen weitergeben an die übergeordnete Gliederung. Wenn das einen Schatzmeister heute einer existierenden Gliederung abschreckt und er sagt, Mensch, das ist doch ein Damoklesschwert, unter dem kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten, so ist mir die Schatzmeisterei nicht mehr möglich. Oder es stehen Neuwahlen an und ein Schatzmeister sieht sich davon erschreckt. Nein, das ist es nicht. Die Regelung hier mit den Buchungen, wenn das eine Handlungsunfähigkeit eines Vorstandes dadurch festgelegt wird, dass nach 6 Monaten ohne Buchungen, ohne wesentliche Buchungen, da gibt es ja auch noch die Einschränkung mit dem im erwartbaren Umfang, das bedeutet nämlich am Durchschnitt gemessen. Das heißt, es wird von keinem Schatzmeister mit dieser Regelung erwartet, dass er mehr als der Durchschnitt in der Partei leistet. Steht damit explizit drin. Kein Schatzmeister, der guten Gewissens versucht, seine Arbeit zu machen, muss vor dieser Regelung irgendwie sich Sorgen machen. Darum geht es in dieser Regelung nicht, in diesem Antrag. Hier geht es um die ganz klaren und wirklich objektiv klaren Fälle, wo 6 Monate lang keine Informationen weitergereicht worden sind. Mutwillig, hier geht es um die mutwilligen Fälle, denen da keinen Streit zuzulassen, sondern klare Verhältnisse zu schaffen, die Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Der erste Absatz ist einfacher, da geht es ja einfach nur um die Handlungsunfähigkeit als solches, wenn die Handlungsunfähigkeit eintritt. Da war die Frage gestellt worden, mir gestern schon von jemandem, der heute nicht da ist, deswegen sei mir erlaubt, das vorwegzunehmen, um diese Frage trotzdem möglich zu machen. Da war gestern schon die Frage gestellt worden, ja, ergibt sich daraus möglicherweise ein Missbrauchsrecht der übergeordneten Gliederung? Könnte auf diese Weise eine übergeordnete Gliederung missbräuchlich eine missliebige untergeordnete Gliederung entsorgen? Nein, kann sie nicht. Weil, wenn in einer untergeordneten Gliederung der Vorstand handlungsunfähig wird, dann gibt es immer und muss es geben in den Satzungen Regelungen, die dafür sorgen, dass so schnell wie möglich diese Handlungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Es ist immer die Aufgabe der Satzungen, Regelungen zu treffen. Wenn ein Handlungsvorstand unfähig wird, muss so schnell wie möglich Handlungsfähigkeit wiederhergestellt werden. Handlungsunfähige Gliederungen sind
so schnell wie möglich wieder handlungsfähig zu machen. So, das heißt, die übergeordnete Gliederung hat die Aufgabe, oder der kommissarische Vorstand, ist es meistens dann aus der übergeordneten Gliederung kommend, der kommissarische Vorstand hat die Aufgabe, sofort einen, oder so schnell es geht, einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen, auf dem neuer Vorstand gewählt wird, die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt. In dem Moment ist auch eine Missbrauchsmöglichkeit der übergeordneten Gliederung ja schon wieder ausgeschlossen. Also das ist nicht die Intention dieses Antrages und kann auch gar nicht die Wirkung sein, weil dagegen gibt es ja Regelungen. Es kann kein Missbrauchsrecht sein. Es geht darum, dass handlungsunfähige Gliederungen, wie wir sie haben, aufgelöst werden können ohne fingierte Ordnungsmaßnahme, ohne Rechtsstreitereien. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir tatsächlich Buchungsinformationen aus allen Gliederungen im System haben. Der Zeitraum von 6 Monaten, der berechnet sich folgendes, der ergibt sich aus Folgendem. Wir haben am 30. September für die Gesamtpartei einen Gesamtrechenschaftsbericht abzugeben. Das wird zwar meistens verlängert bis zum Dezember, da gibt es aber keinen Rechtsanspruch drauf. Man muss also erstmal vom 30. September ausgehen. Damit der Gesamtrechenschaftsbericht für die Gesamtpartei am 30. September abgegeben werden kann, braucht es einen Riesenvorlauf mit der Konsolidierung dieser ganzen Rechenschaftsberichte. Deswegen muss grundsätzlich für jede Gliederung erstmal gelten, locker 3 Monate davor müssen diese Dinge fertig sein, sonst hat man überhaupt nicht mehr die Zeit, den konsolidierten Rechenschaftsbericht zu erstellen. So, wenn ich aber am 30. September gesamt abgeben muss, 3 Monate davor alle Gliederungen auf jeden Fall fertig sein müssen, dann habe ich 6 Monate Zeit ab dem 31.12., um das zu machen. Und daraus ergeben sich diese 6 Monate. Das ist also keine zu hohe Frist oder keine unsinnige Zahl, die irgendwie nur so aus dem Bauch herauskommt. Sie hat einen klaren Grund. In 6 Monaten müssen spätestens die Buchungen vorliegen, sonst haben wir ein Problem beim Rechenschaftsbericht. Wenn die Buchungsinformationen nicht vorliegen, speziell für die Einnahmenseite, dann geht uns Parteienfinanzierung verloren. Wir können weniger deklarieren im Rechenschaftsbericht für die Parteienfinanzierung. Das ist unser aller Nachteil. Ich glaube, das Weitere, um es kurz zu fassen, klären wir über Fragen und Antworten. Ja, man hätte sich auch schon währenddessen zu dem Mikrofon begeben können. Ich finde den Antrag ein bisschen unehrlich, weil er quasi durch eine Hintertür die Verpflichtung für Bezirksverbände, Verpflichtung einführt, dass die Buchungen ins zentrale System einzutragen. Wenn wir das ehrlich machen wollen, dann sollten wir das so in die Fassung reinschreiben: Alle Untergliederungen haben ihre Finanzen in dem zentralen System zu buchen. Ende. Und dann kann man auch eine Ordnungsmaßnahme durchsetzen, wenn sie es nicht tun und dadurch den Verband auflösen. Das ist meiner Meinung nach die sehr viel saubere Variante und die sehr viel bessere Variante, wie jetzt hier eine Regelung zu treffen, die sowas impliziert, aber irgendwie auch nicht wirklich komplett durchführt. Ja, also ich möchte mich diesmal explizit für den Antrag aussprechen, und zwar auch was diese Buchungsgeschichte angeht. Ich glaube, in dem Antrag steht erstmal nichts, was der derzeitigen Praxis widerspricht. Das ist genau das, was jetzt passiert. Er schließt die Lücke, die Klaus vorhin schon gesagt hat, nämlich das für den Fall, dass irgendwo eine Gliederung eben handlungsunfähig wird oder dass da nichts passiert, was eigentlich passieren müsste, dass die Satzung dort etwas vorsieht, was dann passiert und auch durch die Fristen die Rechte dieser Gliederung wahrt. Ich finde diesen Antrag sehr, sehr gut ausgearbeitet. Ich finde, er ist zustimmungswürdig. Ich sehe da nicht, dass über Hintertür irgendwas eingetütet wird, was nicht eh schon der Fall ist, und bitte deswegen diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Gut, also ich sehe auch keine böse Absicht hinter dem Antrag, auf gar keinen Fall. Allerdings sehe ich schon 1-2 Probleme. Lauter. Ah, okay, für mich hört sich das schon so laut an, wenn man so davor steht. Also, 1-2 kleine Probleme sehe ich aber doch. Hier werden jetzt zusätzliche Fristen eingeführt, und ich weiß von vielen Schatzmeistern in Bezirken und in Kreisen, dass die sich wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen und erschrocken fühlen von diesem Beitrag, von diesem Antrag. Es ist nicht die Frage, wir haben schon auch genug Probleme, jemanden für das Amt des Schatzmeisters zu finden, egal auf welcher Ebene, egal in welcher Gliederung. Und wir können auch nicht irgendwelche Leute nehmen, sollen, denn sollten zuverlässig sein, sollten wissen, was sie tun. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten, wenn wir sowas machen, diesen Automatismus, ich verstehe die Absicht dahinter und es ist gut, es schafft Sicherheit, es schafft Berechenbarkeit, es sind alles Vorteile, die ganz klar da sind. Aber wenn sowas kommt, dann könnten wir doch einfach warten bis zum nächsten Landesparteitag,
nochmal beim Bezirksvorstände treffen, den Einvernehmen erstmal mit den Bezirksschatzmeistern, was Neues ausarbeiten, wo sich dann keiner vor den Kopf gestoßen oder hintergangen fühlt, denn ich denke, die Leute machen so eine gute Arbeit für uns und die haben es verdient, dass man das mit ihnen gemeinsam ausarbeitet und nicht über ihren Kopf hinweg entscheidet. Danke. Es wurde um einen Aufruf zur Ruhe gebeten, und zwar aus dem Plenum. Das bedeutet also, da unten scheint man es noch schlechter zu verstehen zu können wie hier oben. Bitte. Ich möchte zunächst an die Bitte replizieren und darauf hinweisen, dass wir in der Piratenpartei davon wegkommen sollten, hinter irgendwelchen Anträgen immer irgendwelche anderen Absichten zu vermuten. Und dann sollten wir des Weiteren von dem Gedanken wegkommen, wenn wir ein Ziel verfolgen, über das wir uns grundsätzlich einig sind, dass wir noch ein oder zwei Arbeitsschritte Selbstbeschäftigung dazwischen schalten. Sondern entweder ist dieses Ziel gut, was angestrebt wird, oder ist es schlecht. Und wenn es gut ist, dann sollten wir möglichst effizient auf dieses Ziel hinwirken. Also von daher, entweder sagt man, im Ergebnis sollte ein Kreisverband, der nicht handlungsfähig ist, über die Schatzmeisterei aufgelöst werden oder nicht. Und das wäre aus meiner Sicht auch keine Frage einer OM, das erfordert nämlich Verschulden. Und das muss nicht zwingend der Fall sein. Beispielsweise, weil man einen Schatzmeister nicht findet, der nicht krank ist oder der nicht beruflich überfordert ist oder was auch immer. Was das zweite Argument anbetrifft meines Vorredners, dann findet man ja keine Schatzmeister mehr. Ja, Entschuldigung, wir haben Gliederungen, die dafür da sind, sich selber zu strukturieren, ihre politische Arbeit zu machen. Und wenn sich eine Gliederung nicht findet, die einen Schatzmeister hat, der sowas macht, dann wird sie eben aufgelöst. Und ich glaube nicht, dass motivierte Piraten, die in erster Linie politisch arbeiten wollen und nicht irgendwelche Pöstchen besetzen, dass die sich davon abhalten lassen, dass rechtlich ein Kreisverband nicht existiert. Entweder hat man ein Team vor Ort, was gemeinsam als Piraten arbeitet, oder man hat es nicht. Und da ist die Existenz eines Kreisverbands davon völlig unabhängig. Dankeschön. Also ich will mich ganz kurz auf den Vorwurf erwehren und erwidern, dass ich da irgendwelche Absichten hineininterpretiere. Nein, das tue ich nicht, aber ich finde es, man sollte nicht zighundert Automatismen einbauen und davon dann wieder Ausnahmeregelungen und sonst was machen. Dann sind wir nämlich bei der aktuellen Gesetzgebung und genau so ein Wirrwarr will ich eigentlich in unserer Satzung nicht. Ich will eine klare Struktur und dann schreiben wir rein, dass der Verband als solcher verpflichtet ist, das im zentralen System durchzuführen, und wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt, kann, das ist in der Satzung so geregelt, kann der Landesverband eine Ordnungsmaßnahme erlassen gegen den Verband. So, wie die dann aussieht, das kann der dann individuell entscheiden, ob das dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine Auflösung ist oder sonst irgendwas. Und dann haben wir sehr viel saubere Variante, was die Satzung angeht, und dann haben wir sehr, sehr viel bessere Durchsicht da. Hier wurde eben gesagt, dass eine weitere Frist nicht eingeführt werden sollte. Wir haben da bereits eine Frist für Untergliederung unterhalb Landesverbände. Das ist der 31.3. eines jeden Jahres. Dort hat jede Untergliederung unterhalb des Landesverbandes ihren Rechenschaftsbericht abzuliefern. Das funktioniert aber nur, wenn nicht auf den letzten Drücker alles eingereicht wird. Und hier wird jetzt schön gesagt, dass man kontinuierlich mindestens alle 6 Monate das Ganze gebucht werden muss. Sprich, es wird das Ganze übers Jahr verteilt. Das finde ich persönlich sehr positiv hierbei. So, was mir noch gefehlt hat, was ich noch sagen wollte bei dieser Sache mit den Untergliederungen, dass die aufgelöst werden müssen, weil sie ja auch keine Versammlung mehr einberufen können und nicht mehr beschlussfähig sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Begliederungen kann man auch ganz einfach, auch wenn es nicht in der Satzung steht, über eine Urabstimmung auflösen. Diese Möglichkeit besteht ja nach wie vor. Das heißt, es gibt keinen Zwang jetzt, um Gliederungen, die nicht mehr funktionieren, aufzulösen. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt hier die Mutwilligkeit angesprochen wird, wenn jemand wirklich mutwillig handelt und Schaden zufügt, dann sehe ich keinen Grund, keine Ordnungsmaßnahme auszusprechen, denn dann ist sie angemessen. Ich habe mit Klaus über diesen Antrag ziemlich lange diskutiert und ich habe mich sehr massiv gegen den Automatismus am Anfang gewehrt und mit Händen und Füßen dagegen gekämpft. Und das hat dazu geführt, dass Klaus den Antrag mehrfach und sehr fundamental geändert hat. Das Endergebnis steht da vorne dran. Das ist jetzt eine Frist, die derart lang ist,
dass wenn die noch gerissen wird, dann liegt tatsächlich Mutwilligkeit vor, und zwar in dem wirklich bösen Fall. Also das kann man weder vertrödeln, noch aus Versehen kann das passieren. Das muss tatsächlich vorsätzlich passieren. Und wir brauchen definitiv eine Regelung, um Gliederungen, deren gewählte Vertreter vorsätzlich gegen alle guten Mitarbeitsregeln, die so implizit rumschweben, verstoßen, dass wir gegen die irgendeine Form der Wehrhaftigkeit besitzen, um uns dagegen zu wehren. Wir haben natürlich Ordnungsmaßnahmen, natürlich. Aber was da passiert, wenn man die anwendet, das haben wir mit Landshut erlebt, das haben wir mit Niederbayern erlebt. Es gibt ein elendes Hickhack, es gibt ein elendes Gestreite. Wenn wir das aber klar und deutlich in einer derartigen Regelung formulieren, dann gibt es da keinen Grund mehr zu diskutieren, weil das nämlich eindeutig klar ist. Es liegen keine Buchungen vor, also trifft der Automatismus zu. Und dann können die vom rumzetern, wie sie wollen, dann können sie vom Schiedsgericht klagen, wie sie wollen, dann ist das Thema durch. Und darum geht es, dass es eine klare, eindeutige Lösung gibt. Und die ist eindeutig. Ich hätte eine Frage zur Schatzmeisterei. Ich erinnere mich an ein Durchgriffsrecht in der Bundessatzung. Was ist denn damit? Weil der Antrag bezieht sich ja eben auch auf Buchungen und auf Finanzen. Kann dann nicht übergeordneter Schatzmeister eben dieses Durchgriffsrecht nutzen? Dieses Durchgriffsrecht ist de facto ein zahnloser Tiger. Das ist schön, dass es da drin steht, aber es hat noch bisher überhaupt nie geholfen, schnell, klar eine Lösung der Probleme herbeizuführen. Es sorgt nur dafür, dass darüber gestritten wird. Da geht es dann um die Frage, wie tief darf denn überhaupt dann eine übergeordnete Gliederung, ein Verband einer übergeordneten Gliederung eingreifen in die Rechte der Untergeordneten. Das funktioniert in der Praxis nicht. Es hat sich einfach gezeigt. Und das ist ja auch mit eine Motivation dafür, dass ich diesen Satzungsänderungsantrag stelle. Es wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte, aber bisher hat es nicht funktioniert. Es sorgt eben für Streitereien vor Schiedsgerichten, und genau dem möchte ich hiermit aus dem Weg gehen. Es ist noch ein Pro-Slot frei. Wer pro-Kontra reden möchte, muss abwarten, bis wir die Versammlung darüber nochmal befragt haben. Mich wurde gerade herangetragen, inwiefern die Regelung dieses Satzungsänderungsantrags vereinbar ist mit dem Parteiengesetz. Weil im Parteiengesetz geregelt ist, dass über die Auflösung grundsätzlich nur ein Parteitag entscheiden kann. Das ist, glaube ich, § 8 des Parteiengesetzes. Das bezieht sich allerdings nur auf die Gliederung selbst, die es betrifft. Also für diesen Parteitag. Für diesen Parteitag wäre es der Landesverband Bayern. Des Weiteren ist im § 16 Parteiengesetz geregelt, dass die Auflösung einer Gliederung nur stattfinden kann bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen die Parteiordnung oder Grundsätze der Partei. Was nicht vorgesehen ist, ist irgendein Verschulden oder sonst irgendetwas. Das bedeutet, weil eben die Frage an mich herangetragen wurde, diese Satzungsregelung ist dann zulässig, wenn man die nicht ordnungsgemäße Weitergabe von buchhalterischen Informationen für die Gesamtbuchhaltung als einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Parteiordnung sieht. Sollte man das nicht tun, dann wäre dieser Satzungsänderungsantrag gegen das Parteiengesetz. Das wollte ich jetzt mal nur ganz neutral dargestellt haben, weil das an mich herangetragen wurde. Danke dafür. Dass, aber es war ein Probeitrag. Deshalb hatte ich dich gebeten, das zu tun. Aber es war ein Probeitrag, was du gerade gebracht hast. Mhm. Möchte die Versammlung weitere Redebeiträge zulassen? Ich bitte jetzt um die Abstimmung. Ja- und Nein-Karten gleichzeitig. Die Diskussion ist beendet. Das war ein Probeitrag, sagt er. Geh mal ans Mikro, bitte. Oder geh mal vorne zu Gerd, der hilft dir, bitte. Es waren schon 5 Kontrabeiträge und 4 Pro gewesen, bevor Billmann ans Pro-Mikrofon gegangen ist. So ist, das habe ich auch, genau. So, dann stimmen wir über den Satzungsänderungsantrag 3 ab. Schlusswort. Ach, der Klaus möchte noch ein Schlusswort haben. Ich habe gedacht, ich könnte ihn übergehen, aber er passt auf. Ne? Also, der Antragsteller hat natürlich wie immer ein Schlusswort. Ich entschuldige mich für meinen Fehler.
Das Argument, es soll doch in jeder Gliederung direkt selber ins zentrale System gebucht werden, das war von dir, Andi, stößt schlicht und ergreifend an technische Probleme. Es ist nicht machbar. Es ist einfach nicht organisatorisch machbar. Das Problem mit den verschiedenen Buchungskreisen, wie ich es vorhin dargestellt habe, ist, dass dann die untergeordnete Gliederung, zum Beispiel der Kreisverband, in seinem Buchungskreis buchen müsste. Das ist so. Das ist technisch nicht anders machbar. Und die übergeordnete Gliederung bucht ihre Beitragsanteile in ihrem Buchungskreis und nachher muss trotzdem alles wieder zusammenpassen. Wenn da zu viele Leute unabhängig voneinander buchen, weil jeder für seinen Teil verantwortlich ist, was ja bei den Mitgliedsbeiträgen nicht der Fall ist. Bei den Mitgliedsbeiträgen ist jeder für alles verantwortlich. Die teilen sich ja nun mal, jede einzelne Zahlung teilt sich ja auf. Da ist das ist meins und dafür bin ich verantwortlich, das gibt es an der Stelle überhaupt nicht. Da ist jeder für alles verantwortlich. Und wenn dann in jedem Buchungskreis jeder selber bucht, dann wird es am Schluss einen unglaublichen Fu geben. Das wird nicht mehr zusammenpassen und wir werden nicht ein halbes Jahr brauchen oder ein Vierteljahr brauchen, um es zusammenzufügen, sondern viel, viel länger und es wird nicht funktionieren. Das geht schlichtweg technisch. Und das hat auch nichts mit Sage zu tun. Das war die Frage von vorhin. Das ist kein Problem von Sage. Das ist ein grundsätzliches Problem, wie müssen Buchungen so gemacht werden, damit nachher Rechenschaftsberichte möglich sind. Das ist grundsätzlich ein Problem der Buchführung als solcher. Das ist völlig unabhängig von dem Tool, das man benutzt. Das kommt aus den Regelungen des Parteiengesetzes, wie vorgeschrieben wird, wie die Finanzverwaltung transparent dargestellt werden muss in Rechenschaftsberichten. Daraus und aus der Regelung in der Bundessatzung, dass Mitgliedsbeiträge per Satzung aufgeteilt werden auf die betroffenen Gliederungen, was nämlich nach dem Parteiengesetz bedeutet, dass jeder Anteil eine in der jeweiligen Gliederung auszuweisende Einnahme ist. Und dieses schafft einen Komplexitätsgrad, der nicht mehr verwaltungstechnisch handhabbar ist, wenn auf jeder Gliederung direkt die zuständigen Schatzmeister in Sage buchen wollten. Es ist nicht durchführbar und es ist unabhängig vom Tool. So, ansonsten das Argument mit der Urabstimmung. Ich verstehe es so, dass das nur aus einer Gliederung selber herauskommen kann. Hier müsste ja in der Situation, wo keine Mitglieder mehr da sind, die noch aktiv sind, da müsste ja die übergeordnete Gliederung das machen. Hier muss ja erstmal, bevor so eine Urabstimmung passiert, muss ja ein Antrag gestellt werden auf Auflösung. Denn nur der kann mit der Urabstimmung nachher bestätigt werden. Wer soll denn diesen Antrag auf Auflösung beschließen? Ja, aber welche Mitglieder, von welcher Gliederung? Das würde ja dann doch die Übergeordnete sein müssen. Aus der eigenen Gliederung heraus kommt ja nichts mehr. Also da sehe ich ein Problem. Okay, mir wird gerade ein T gezeigt. Die Geschichte mit den Ordnungsmaßnahmen. Ich habe Erfahrungen damit, Gliederungen per Ordnungsmaßnahme aufzulösen. Und bitte bewahrt alle Vorstände in Zukunft davor, so etwas noch einmal machen zu müssen. Das ist der Sinn dieses Antrages. Vielen Dank, Klaus. Meine Damen und Herren, liebe Piraten, es werden uns mehrere Beschwerden reingetragen, dass man kaum die Worte verstehen kann. Wir hier oben auf der Bühne sind im Moment nicht der Meinung, dass es an einem unruhigen Plenum liegt, denn ihr seid unruhig, ja, aber nicht so unruhig, dass man es nicht ertragen könnte. Deshalb würden wir die Technik bitten, irgendwie das mal ein bisschen höher zu stellen, weil anders können wir uns das nicht erklären. Wir finden die Versammlung eigentlich recht friedlich im Moment und auch wenn so ein paar Nebenbeigespräche gewesen sind, konnten wir alles gut verstehen. Tatsächlich ist es aus dem Plenum aber mehrfache Beschwerden eingegangen, dass man die Redner nicht gut verstehen kann. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung des Satzungsänderungsantrages 3. Bei Satzungsänderungsanträgen bitte beide Karten gleichzeitig und jetzt. Oh Gott. Ich stelle, der Antrag ist angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt zum Satzungsänderungsantrag Nummer 4. Oh Wunder, oh Wunder, der Klaus hat den gestellt. Bevor ich Klaus das Wort erteile, behandle ich einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Das ist ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ich bitte um Ruhe, Dankeschön. Vor der Behandlung des... des Satzungsänderungsantrags 7
Möchte der Antragsteller den sonstigen Antrag 08, kannst du den mal bitte auf den, wir haben den nicht im Wiki, deswegen musst du den einmal kurz draufballern, damit sie wissen, worüber sie abstimmen, dass der behandelt wird. Antragsteller ist er, aber darum, das ist für den GO-Antrag erstmal, auf Änderung der Tagesordnung. Ob auch Antragsteller ist, weiß ich nicht. Im Moment zumindest nicht. Wir werfen den jetzt einmal kurz auf den Beamer, damit ihr wisst, worüber ihr abstimmt. Ihr stimmt ab über einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Faktisch würde das bedeuten, dass nach diesem Antrag von Klaus dann dieser Antrag behandelt wird. Ja, der ist es nicht, aber wir arbeiten dran. Der ist nämlich nicht im Wiki und ist ein sonstiger Antrag, der erst später eingegangen ist. Bitte seht uns das nach. Also aus unerfindlichen Gründen möchte die Technik uns das nicht anzeigen. Ich kann es aber kurz vorlesen, es ist nur ein Satz. Der Landesparteitag bittet die Projektgruppe Basisentscheid, baldmöglichst den Quellcode des aktuellen Entwicklungsstands für den Basisentscheid vorgesehenen Software zu veröffentlichen. Ein Satz. Und der soll vorgezogen werden, der soll vor dem Satzungsänderungsantrag zum Thema, der ist zum Thema Basisentscheid, oder? Soll vor dem Satzungsänderungsantrag zum Thema Basisentscheid behandelt werden. So, da das ein GO-Antrag ist, würden wir den jetzt erstmal abstimmen. Wer ist dafür, dass der eingeschoben wird vor dem Satzungsänderungsantrag? Bitte erst die Ja stimmen. Das ist ein GO-Änderungsantrag, nur 50% Mehrheit. Jetzt die Nein stimmen bitte. Bitte nochmal die Ja-Stimmen. Der wird eingeschoben. Ne? Also der Antrag ist positiv angenommen. Nach dem Antrag ist dann dieser Antrag dran. Klaus, jetzt bitte stell deinen Antrag vor. Vielen Dank. Gut. Viele Argumente sind ja schon gebracht worden. Nur ein Hinweis, das ist für die Versammlungsleitung wichtig. Dieser Antrag besteht in zwei Modulen. Zwar gibt es Alternative. Wir müssten also in diesem Antrag dann diese zwei Varianten noch abstimmen. Okay, gut. Die eigentliche Intention ist vorhin schon ausgedrückt worden. Es geht darum, das, was wir an vielen Orten bereits machen, zu institutionalisieren. Und damit... Ruhe da hinten, bitte! Danke! Und damit... tatsächlich im Endergebnis eine alternative Form von Gliederung im Landesverband Bayern zuzulassen oder möglich zu machen, nämlich Gebietsvertretungen, die nicht als Verein auftreten nach außen, aber als politische Gliederung auftreten. Dadurch, dass sie sich Vertreter wählen, dadurch, dass diese Vertreter auch eine gewisse Autonomie besitzen, aber eben nicht eine Autonomie in der Weise, dass sie zu rechtsfähigen Verbänden werden, mit all dem ganzen Rattenschwanz an Verwaltungsarbeit, der dann hinten dran hängt. Also Politik betreiben, aber ohne Verwaltungsoverhead. Das ist der Sinn dieses Antrages. Hier sollen die Vertreter, die gewählt werden auf solchen Mitgliederversammlungen, sollen intern innerhalb der Partei gewählten Vorständen von Verbänden komplett ebenbürtig sein. Sie sollen genauso in die Netzwerke eingebunden sein, Mailinglisten etc. Sie sollen sogar Zugriff auf Mitgliederdaten haben. Damit ist eine weitestgehende Autonomie in solchen Gliederungen, die dann eben Gebietsvertretungen heißen und nicht Gebietsverbände, möglich. Und was die Finanzverwaltung betrifft, das war der Punkt, den vorhin Andi Popp auch angesprochen hatte, der gerade rausgeht. Hier sage ich in diesem Antrag, da mag sich der eine oder andere dran stören, die übergeordnete Gliederung soll für diese Gebietsvertretungen ein Budget verwalten, das genauso hoch ist, wie wenn das ein Verband wäre und er nach Satzung Mitgliedsbeiträge bekäme und so weiter. Sie soll dieses Budget einrichten. Und wenn dann diese Gebietsvertretung sich so etwas wie einen Kassenwart wählt, dann soll der als
Beauftragte eingesetzt werden, um dieses Budget nachher selber zu verwalten. Damit ist das Argument auch entkräftet, das vorhin genannt wurde. Ich will nicht wochenlang warten, bis mir der Bezirk das zahlt. Da kann sogar ein eigenes Girokonto eingerichtet werden dafür. Und da kann auch diesem Kassenwart ein Zugriffsrecht auf dieses Girokonto gegeben werden. Die können dann komplett autark in der Praxis arbeiten. Warum heißt es dann soll in diesem Antrag? Ganz einfach, wenn ich dann nicht soll schreiben würde, sondern muss schreiben würde, dann würde ein Rechtsanspruch entstehen. Und dieser Rechtsanspruch würde dafür sorgen, dass diese Gliederungen dann eben doch wieder rechtsfähige Gliederungen werden und dann wäre das alles wieder ausgehebelt und es wäre alles für die Katz. Das ist eine Kröte, die man schlucken muss, wenn man so eine Konstruktion will. Und das ist auch keine Neuerfindung, hier wird nichts völlig Grundlegendes, Neues erfunden oder etwas, was unmöglich ist und was nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar wäre oder wie es in der Kritik auch im Wiki heißt, das sind ja dann doch wieder Gliederungen, sind dann doch wieder rechtsfähig, das führt doch Rechtsstreitigkeiten nach sich, das ist alles Unfug. Denn andere Parteien machen so etwas. Die Ortsverbände in der CDU sind genauso ausgelegt und in der CSU hat man die Wahl, ob ein Verband rechtsfähig oder nicht rechtsfähig ist. Das funktioniert, das machen andere Parteien. Wenn das angegriffen würde, würden sich andere Parteien mit ins Knie schießen. Das ist annahmefähig und ich glaube, wäre ein Riesenfortschritt. Hier sind die Zahlen dramatisch geringer. Stimmt schon, hätten wir diesen Antrag vor dem Satzungsänderungsantrag 2 gemacht, wäre der vielleicht sogar angenommen worden. Denn hier sind ja die Schranken sehr, sehr gering, dass solche so geschaffenen Gliederungen auch sich gründen können. Achso, und die beiden Alternativen mit dem Paragraph 12, da geht es eigentlich nur darum, der Paragraph 12, so wie er heute in der Landessatzung steht, der sollte nach meiner Vorstellung die zusätzliche Möglichkeit bekommen, dass sich existierende Gebietsverbände, Kreisverbände, theoretisch sogar auch ein Bezirksverband, von sich aus, aus eigener Kraft heraus, umwandelt in so eine Gebietsvertretung. Technisch gesehen ist das nämlich erstmal eine Auflösung des existierenden Verbandes. Aber das würde irgendwie, das wäre nicht schön in der Außendarstellung, wenn sich so ein Gebietsverband jetzt erstmal auflösen muss. Deswegen sage ich, er soll sich umwandeln können. Das ist letztlich ein psychologisches Moment, das ich da reinbringe. Und jetzt biete ich einfach nur zwei Alternativen an. Die eine ist, den vorhandenen Paragraph 12 nur noch ergänzen um diesen Begriff Umwandlung. Dann, wenn man sich diesen Paragraph 12, so wie er heute existiert, anschaut, dann stellt man aber fest, der macht eigentlich für Untergliederung überhaupt keinen Sinn. Das suggeriert, dass ein Kreisverband sich mit einer anderen Partei zusammenschließen könnte. Das stammt aus einer Zeit, wo wir überhaupt noch keine Untergliederung hatten. Der ist eigentlich völlig veraltet. Deswegen habe ich da noch eine Alternative eingebaut und gesagt, wir könnten den Paragraph 12 auch so ändern. Das ist dann diese Variante B von diesem Antrag. Wir könnten ihn auch so ändern, dass wir zwischen Landesverband und untergeordneten Gliederung trennen. Beim Landesverband macht das mit der Vertretung keinen Sinn, weil da schreibt das Parteiengesetz vor, dass das ein rechtsfähiger Verband ist. Und dort macht vielleicht auch mal der Zusammenschluss mit der anderen Partei Sinn, vielleicht das nicht mal. Aber bei den untergeordneten Gliederungen nicht. Das heißt, ich trenne das auf und sorge mit dieser Alternative B dafür, dass die untergeordneten Gliederungen hier sich leicht umwandeln können und das auch ohne Urabstimmung möglich ist, weil wir haben ja kein Delegiertensystem. Bei uns sind doch Parteitage de facto bereits eine Urabstimmung. Kommt ja eh jeder, das wird ja eh jeder eingeladen. Das kann man in einem Rutsch gleich mit dem Parteitag machen. Da muss man nicht noch umständlich eine Urabstimmung noch machen. Ja. Jo. Und dann machst du die Nullabstimmung auch als Wahlleitung? Ja, genau. Ja. Wir haben einen konkurrierenden Antrag dazu. Das ist der Satzungsänderungsantrag 13 von Entropie. Ja. Wer übernimmt diesen Antrag? Ich nicht. Aha, wir haben einen neuen Antragsteller. Der wird jetzt vorgestellt. Danach das gleiche Prozedere wie schon bei den vorherigen konkurrierenden Anträgen. Verfahrensfragen sind zu jeder Zeit erlaubt. Jetzt wird erst der konkurrierende Antrag vorgestellt. So, Das ist jetzt der Satzungsänderungsantrag 13. Genau, die 13. Vorab derselbe Disclaimer wie gestern. Ich mache das als Proxy für Entropie. Ich habe deswegen nicht ganz dieselbe Expertise wie er und kann Fragen nur auch nach dem beantworten, wie ich selber den Antrag verstehe. Im Wesentlichen sieht der Antrag vor, eine Möglichkeit zu schaffen, über eine Mitgliederversammlung Sprecher und deren Stellvertreter für Gebietsverbände zu bestimmen für ein Jahr und auch ein eigenes Wahlprogramm und Empfehlungen an übergeordnete Gebietsverbände zu beschließen. Das heißt, man hat ein Gremium auf einer
beispielsweise Bezirkskreis oder Regionalebene, dass die Möglichkeit hat, durchaus eigene, autarke politische Entscheidungen im Rahmen dieser Gliederung zu treffen. Diese Mitgliederversammlung setzt aber eben keinen Kreisverband, Ortsverband, Bezirksverband, was auch immer voraus. Das bedeutet, man gewährleistet die Autarkie eines gewissen Teilbereiches der Partei. Sie haben durchaus eine Möglichkeit, ihren Willen zu artikulieren und ihn auch auf örtlicher Ebene gegenüber von anderen Parteien oder der Presse zum Beispiel über diese Sprecher, diese Gewählten zu äußern. Es schafft aber keine neue Gliederung. Man hat hier also die Möglichkeit, über die Mitgliederversammlung entweder einen Verband zu gründen oder aber eben sozusagen übergangsweise oder alternativ dann eben diese Sprecher und diese eigenen Empfehlungen und Wünsche zu formulieren. Soweit das. Ich gucke kurz, ob ich was Wesentliches vergessen habe. Genau, ich muss jetzt noch kurz über Klaus' Antrag herziehen, weil steht im Agiliner, sorry. Also, die Intention ist eine ähnliche wie bei Klaus natürlich. Also es geht im Grunde genommen um dasselbe Problem. Es hat einen ähnlichen Lösungsansatz. Aber dieser hier ist wirklich eine viel simplere Möglichkeit, indem einfach vom Landesverband eine Mitgliederversammlung einberufen wird und diese Mitgliederversammlung dann ihren Willen artikuliert. Das wäre tatsächlich bereits von vornherein klar zu sehen, ob es eine Gründungsversammlung ist oder eine Mitgliederversammlung, nehme ich an, weil man das ja auch in der Ladung bereits formulieren müsste. Das bedeutet auch, die Entscheidung, ob denn eine Gliederung gegründet wird oder nicht, liegt natürlich damit wieder bei der übergeordneten Gliederung, wie das auch sonst so wäre, also auch ohne diesen Antrag. Es liefert die alternative Gebietsversammlungen zu Gliederungen. Und eben diese Eigenständigkeit, dieser Verwaltungskropf, der dadurch irgendwie entstehen würde auf Kassenhoheitsebene etc., wird verhindert. Gleichzeitig ist aber eben die Corporate Identity da durch die Sprecher. Man hat jemanden, den man hinschicken kann zur Presse. Man ist dann Bezirkssprecher Niederbayern, blöds Beispiel gerade eben, ich weiß, aber nur mal als Beispiel. Und man hat auch einen den Status eines Verbandes tatsächlich, eines nicht wirklich so kodifizierten Verbandes wie im anderen Fall, aber man hat einen Verband und das ist unter anderem dann recht interessant, wenn man zum Beispiel für öffentliche Räume etwas anmieten möchte und da dann nicht nur als Basis oder Stammtisch auftritt, sondern wirklich einen gewissen formalisierten Status hat. Er ist deswegen besser als der Antrag von Klaus, sagt mein Arguliner, weil der Satzungsänderungsantrag 4 hat widersprüchliche Regelungen. Es ist nicht klar, ob es ein Gebietsverband ist oder eine Delegiertenversammlung. Und es gibt keine klare rechtliche Abgrenzung zum Status Gebietsverband. Ja, soweit kann ich das kurz als Proxy wiedergeben. Ich hoffe, ich habe es halbwegs korrekt wiedergegeben. Ich bin mir zumindest relativ sicher, dass ich es geschafft habe. Und bin dann jetzt, soweit ich das kann, für Fragen offen. Wir beginnen mit Pro. Okay, ja, wunderbar. Ich möchte mich eindeutig für Klaus' Antrag aussprechen. Inhaltlich wollen die beide das Gleiche, aber es gibt ein paar Auswirkungen, die in dem Antrag von Entropie nicht so schön gelöst sind. Insbesondere die Umwandlung ist in diesem meiner Meinung nach überhaupt nicht begrüßt. Und damit ist diese psychologische Wirkung, die Klaus beschrieben hat, nicht erfasst. Es geht bei Gebietsverbänden, das haben wir auf dem gesamten Parteitag und auch auf anderen Parteitagen schon mehrfach erlebt, oft um die psychologische Wirkung von solchen Verbänden. Und genau das bringt dieser Antrag von Entropie nicht rüber. Da muss ich im Prinzip eine Auflösung durchführen, genau das, was Klaus beschrieben hat, um ihn dann wieder neu in dieser, wie auch immer gearteten Form gründen zu können. Und was auch schöner gelöst ist bei Klaus, das finde ich gerade positiv, ist, dass diese Verbände innerhalb der Partei wie ordentliche Gliederungen behandelt werden. Das ist auch in diesem Antrag von Entropie im Prinzip nicht so gesagt. Also das heißt, hier ist das sehr schwammig gelöst und es ist nicht klar, was diese Gliederungen überhaupt können, die ja eigentlich gar keine Gliederungen sind. Während der Antrag von Klaus sehr deutlich sagt, wir behandeln sie intern im Prinzip wie normale Gliederungen ohne eigene Kassenhoheit. Das ist der eigentliche kurz gefasste Unterschied zu einem normalen Verband. Und deswegen bitte stimmt für Klaus' Antrag. Darf ich kurz was dazu anmerken? Voll. Kurz im Nachsatz dazu. Das war keine Frage, also darfst du auch nichts sagen. Bitte schön. Okay. Ich möchte mich klar gegen diesen 13er aussprechen, wie hier vorgestellt ist. Zum einen nochmal als Klarstellung,
Der übergeordnete Verband kann nicht darüber entscheiden, ob er diese Gründung annimmt oder nicht. Das haben wir aus dem Beschluss des Bundesschiedsgerichts gelernt. Denn da hat eben Kreis, Bezirk und Landesverband gesagt, der Ortsverband ist nicht gegründet, wurde abgelehnt. Erst die Änderung in der Satzung hat entsprechendes. Zum Zweiten stehen mir hier absolut keine Zahlen drin. Es wäre nach diesem Antrag also möglich, dass ein einzelnes Mitglied, das allein in einem Ort wohnt, logischerweise mehr als ein Zehntel der Mitglieder ist, sich selbst dann zu einer so gearteten Verband dann beruft. Wie gesagt, übergeordnete Gliederungen haben nach diesem hier keinen Einfluss. Eine kurze Frage noch zu dir, Klaus. Du hast davon gesprochen, dass der mögliche Kassenwart Zugriff auf das Geld hat, Zugriff auf das Konto. Wie wollen wir dann verhindern, dass es buchungstechnisch wieder Probleme gibt? Wir hatten gestern was mit diesen, mal waren es 450, mal 850 Euro, für die es keine Belege gab. Das Problem sehe ich hier wieder auftreten. Du hast es glücklicherweise nur mündlich ausgeführt. Es steht nichts drin, aber da sehe ich einen Knackpunkt bei diesem Antrag. Ansonsten klar für den Antrag von Klaus. War das eine Frage? War eine Frage, ja. Der Antrag sagt es ja ganz klar, die Verantwortung dafür liegt bei der übergeordneten Gliederung. Und das muss auch so sein, weil sonst würde diese Gebietsvertretung rechtsfähig werden. Dass, wenn die Verantwortung bei der Übergeordneten liegt und keine Muss-Vorschrift, sondern es ist eine Soll-Vorschrift hier enthalten ist, dass dieser Kassenwart als Beauftragter dafür dienen soll. Wenn die Situation droht, dass ein solcher Beauftragter so missbräuchlich handeln würde, wie du das gerade darstellst, dann ist es in der Verantwortung des übergeordneten Bezirks, ihm diese Beauftragung auch wieder zu entziehen. Verantwortlich ist der Schatzmeister der übergeordneten Gliederung, der das Budget tatsächlich zur Verfügung stellen muss. Und der ist dann auch haftbar, wenn da etwas passiert. Und nicht der Kassenwart, der eben nur Beauftragter ist. Als Beauftragter hafte ich nicht, sondern es ist die übergeordnete Gliederung, die haftet. Das ist damit also ganz klar geregelt. Und das ist eben das Schöne, ich brauche keine zwei Buchungskreise, ich brauche nur noch einen. All diese Vorgänge in solch einer Gebietsvertretung, alle Buchungsvorgänge, die dort stattfinden, passieren alle in einem Buchungskreis der übergeordneten Gliederung. Und das macht die Verwaltung so wahnsinnig viel einfacher. Es gibt einen GO-Antrag, der die Feststellung der Konkurrenz, also laut eurer GO, wie ihr alle wisst, weil ihr eure GO auswendig kennt, entscheidet über die Konkurrenz von Anträgen der Wahlleiter. Den habt ihr gewählt, das ist Andi. Das kann ausgehebelt werden durch einen GO-Antrag auf Feststellung der Konkurrenz. Dieser Antrag wurde gestellt. Möchtest du den kurz begründen? Möchte ich. Ich finde, die beiden Anträge konkurrieren nicht, weil der eine regelt halt, wenn etwas nicht da ist. Das kann durchaus gleichzeitig in der Satzung stehen mit etwas, was gegründet wird. Und ich finde das als abgestufte Lösung eigentlich sehr, 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 sehr gut, wenn wir auch beides in die Satzung aufnehmen könnten. Weil das eine kann man diese Vertretung gründen und die kann dann relativ autark handeln. Und das andere können dann die übergeordneten Gliederungen für die nicht organisierten Teilgebiete dann übernehmen. Also finde ich, wir haben mehr Handlungsmöglichkeiten, wenn wir beide annehmen. Und das passt eigentlich relativ gut an. Selbstverständlich, die Gegenrede ist zulässig. Ich mache dir sogar das Mikrofon an. Vielen Dank. Ganz kurz, der Antragsteller von 13 Entropy hat explizit darum gebeten, das auch konkurrierend zu behandeln. Das möchte ich an dieser Stelle nur gesagt haben. Gut. Wir stimmen ab. Bitte, wer... Wer ist der Ansicht, dass sie konkurrierend sind? Ja-Karte. Gegenstimmen. Die Anträge bleiben weiter konkurrierend. Wir setzen die Rednerliste fort. Hallo, also ich möchte nur kurz was sagen zu dem 13. Und zwar, ich habe gerade das Vergnügen, der Bezirksvorsitzende in Schwaben zu sein.
Ich habe dort zwei Kreisverbände, mit denen ich so gut wie keinen Kontakt habe, wenn die reagieren einfach nicht, die dortigen Vorstände. Und was mir an dem dann einfach fehlt, ist spezifisch zu sagen, was bedeutet Handlungsunfähigkeit. Wenn jetzt dort einer vom Vorstand zurückgetreten wäre, wäre es mir klar. Aber so kann ich es nicht genau sagen, weil in letzter Minute kommt dann doch immer irgendeine Reaktion. Und deswegen, weil ich das nicht vom Bezirksverband aus handeln kann, möchte ich diesem Antrag auf keinen Fall zustimmen. Das ist mir einfach nicht präzise genug. Und da ist mir dann im Klaus sein Vorschlag deutlich näher und für den werde ich mich auch aussprechen. Schlicht und einfach, weil mir das fehlt, das ist mir nicht klar genug. Weil wir machen die Rechnung so gern ohne den Wirt und der Wirt sind in dem Fall die Mitglieder vor Ort. Danke. So, ich möchte eine Rede gegen beide Anträge und für den Status quo halten. Erstens, Klaus hat ein bisschen natürlich, wir haben das ein bisschen vordiskutiert vorhin, aber ich möchte kurz nochmal sagen, dass wir ein Beispiel in der Partei schon mal hatten, das ähnliche Strukturen hatte, das Crew-System in NRW. Und während ich Klaus sofort zutraue, sämtliche Untergliederungen des Landesverbands Bayern an einem Nachmittag wegzubuchen, kann es leider passieren, dass Klaus ausfällt und irgend vielleicht jemand kommt, der dem nicht mehr so leicht her wird. Das war der Fall zumindest in NRW. Da gab es einen Schatzmeister, der war sehr aktiv, war sehr gut, sehr fachkompetent, konnte alle Crews auf Anhieb durchbuchen. Der nächste tat sich damit deutlich schwieriger und es gab leider ein paar Probleme, leider auch beim Rechenschaftsbericht. Ich will nicht sagen, dass das per se schlecht sein muss, ich will das nur diesen historischen Kontext da erstmal aufbauen. Man muss der Fairness halber dazu sagen, die Piratenpartei ist verwaltungstechnisch deutlich besser aufgestellt als zu dieser Zeit. Ja, wir haben auch viel mehr Leute, die auch sonst ehrenamtlich arbeiten. Der tatsächliche Grund, warum ich persönlich da was dagegen habe, das ist wieder meine persönliche Präferenz, kommt wieder die Satzungshygiene rein. Die Sachen, die da drinnen stehen, die müssen nicht zwingend in der Satzung geregelt sein. Ja? Also all das, was wir da haben, das kann ein Vorstand, ein Landesvorstand, Bezirksvorstand, kann das so erstmal regeln. Es ist natürlich von anderer Qualität, wenn das ein satzungsgemäß gegebenes Recht ist, als wenn das halt quasi durch die Organisation so gemacht wird. Meine persönliche Präferenz ist allerdings, Dinge, die nicht eindeutig durch die Satzung geregelt werden müssen, so weit wie möglich aus der Satzung rauszuhalten. Das gibt uns mehr Flexibilität. Und wir können auch schneller reagieren, als wenn wir ständig 6 Wochen Antragsfrist und 2 Drittel mehr Entscheidungen dafür brauchen. Wie gesagt, ich verstehe, dass andere Leute gerne lieber ausführliche Regelungen in der Satzung haben, um Dinge genauer zu regeln. Ich persönlich möchte allerdings an dieser Stelle dafür plädieren, beide Anträge abzulehnen und den Status quo beizuhalten. Vielen Dank. Ich möchte auch darum bitten, beide Anträge abzulehnen. Wir haben das in Oberfranken für uns geregelt. Und ich weiß nicht, ob man nicht immer alles zentral regeln muss und wir sind in einer Zeit, wo wir experimentieren müssen. Deshalb schließe ich mich voll und ganz dem an, was Andi gesagt hat. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen, warum es überhaupt Satzungsregelungen über Gliederungen oder Organisationsformen gibt. Und zwar ist es eine schlichte Erfordernis, eine politische Arbeit zu bündeln und zu kanalisieren. Ich kann die Intention insbesondere von beiden Anträgen eigentlich verstehen. Nur möchte ich darauf hinweisen, das Entscheidende ist, dass wir in der Piratenpartei politische Arbeit machen wollen und dass es bei der politischen Arbeit, abgesehen jetzt von der Organisation, dass man Materialien und dergleichen bekommt, nicht darauf ankommt, ob man rechtlich in irgendeiner Form Strukturen hat. Dass die erforderlich sind, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, das ist völlig außer Zweifel. Demzufolge verstehe ich nicht so recht, warum man, wenn man die Möglichkeit einer Gliederung im Sinne unserer jetzigen Satzung, also Kreisverband aufwärts, wenn man die hat, warum man dann noch ein Zwischending einführen möchte, wenn die Strukturen vor Ort zu schwach sind, um eine solche Gliederung mit Leben zu erfüllen. Insofern wäre das auch eine Frage an den Antragsteller, inwiefern da eine Motivation der Mitglieder da vor Ort bewirkt es, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich sagen, warum können wir, gerade weil wir jetzt im Moment eher Mitglieder schwach sind in der Fläche, dann nicht mit Strukturen arbeiten, wo sich Leute einfach als Gruppen zusammenfinden, politisch arbeiten und wenn sie dann Mittel brauchen oder sonstige Unterstützung, sich an die nächsthöhere Gliederung wenden, die genau eine solche satzungsmäßige Gliederung ist. Dankeschön. In Antragsreihenfolge das Schlusswort, bitte. Okay. Ja, ne, das war eine Frage. Ach so, das war eine Frage. Entschuldigt bitte, wir haben gerade uns besprochen. Dann darfst du erst auf die Frage antworten oder ihr. Und was habe ich bitte aufgeschrieben gerade?
Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ich hab mir was aufgeschrieben, jetzt kann ich nicht mehr lesen, ich Depp. Du sagtest, du sprachst von der, ja, mein Gott, Entschuldigung. Genau. Die vorhandenen Gliederungsformen, wie sie die Bundessatzung vorgibt, hat schlicht und ergreifend verursacht einen Kollateralschaden schlicht und ergreifend. Da wollen sich Gliederungen gründen, weil sie politisch arbeiten wollen. Das ist richtig, das ist gut so, das soll so sein. Aber sie werden quasi gezwungen, sich als rechtsfähiger Verband zu gründen. Und damit entsteht dieser Rattenschwanz an Verwaltungsoverhead. Damit wird auch Personal gebunden, unnötig, das sonst frei wäre für politische Arbeit. Das ist ein Konstruktionsfehler in der Bundessatzung letzten Endes, dass es diese Möglichkeit, die hier geschaffen werden soll mit beiden Anträgen, so gar nicht vorsieht. Das ist genau die Möglichkeit, Gliederungen zu haben, Politik betreiben zu können, ohne den Overhead, der daraus entsteht. Das macht uns die Bundessatzung so nicht möglich. Ja, und zu dem Thema, was die konkreten Vorteile angeht, es gibt durchaus Fälle, wo, wie Klaus es gerade eben erwähnt hat, Gliederungen tatsächlich mehr Arbeit verursachen würden, als sie Verwaltungsaufwand erleichtern würden. Und die Möglichkeit, die konkreten Vorteile für die Leute vor Ort sind dann einfach, sie haben dennoch einen Identifikationspunkt. Sie haben die Möglichkeit, ihren politischen Willen zu artikulieren. Sie haben die Möglichkeit, konkrete Forderungen zu stellen an die übergeordnete Gliederung, wo die Kontohoheit liegt. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Sprecher, einen Ansprechpartner zu wählen, der dann eben auch mit anderen Parteien präzisiert in Kontakt treten kann. Das ist eine Sache, die fehlt dir einfach, wenn du in einer Gliederung nichts hast. Weil wenn dann einfach die weiter übergeordnete Gliederung dafür zuständig ist, dann hat das immer ein bisschen sowas von Overkill. Und es ist auch etwas merkwürdig, wenn dann auf einmal ein Landesverband oder eine Landesvorsitzende jetzt dann auf einmal als Ansprechpartnerin drinsteht für kommunale Arbeit in beispielsweise, nehmen wir mal Weiden zum Beispiel, einfach weil es da vorher nichts gäbe. Möchte jemand noch etwas zu dem Antrag sagen? Wenn jetzt keiner wild wedelt, nee, es sind auch nur noch Pro-Beiträge im Moment frei, ansonsten muss ich vorher abstimmen lassen. Möchtest du Contra sagen? Pro? Dann da hast du noch einen Slot frei, auf geht's. Deswegen habe ich ja auch gewedelt. Ich fände es grundsätzlich gut, wenn wir eine Regelung in der Art in die Satzung aufnehmen, denn dann könnte ein Verband, ein Kreisverband, zum Beispiel meiner, wenn ich jetzt demnächst wieder einen Kreisparteitag haben, mit der Frage schon reingehen, wollen wir uns nach dieser Landessatzung in einen virtuellen Verband umwandeln oder wollen wir weiterhin diese volle Funktion beibehalten und verzweifelt versuchen, einen Vorstand zu bilden? Andersrum müssten wir erst irgendwelche Satzungsgeschichten machen und könnten dann auf einem weiteren Parteitag uns erst virtualisieren, wenn wir selbst die Möglichkeiten dafür geschaffen haben. Deswegen bitte ich, dass wir mindestens einen von beiden entsprechend auch annehmen. Vielen Dank. Ich würde jetzt die Rednerliste schließen. Die beiden Antragsteller bekommen gleich die Gelegenheit zu einem Abschlussstatement, nachdem ich gesagt habe, dass bei den offenen Türen an der Seite des Saales, wenn ihr raucht, ihr ungefähr einfach hinter die Autos geht, denn der Qualm zieht hier in die Halle. Das wäre einfach ganz toll so für die Leute, die hier in der Halle sind und auch Nichtraucher sind und nicht direkt vor der Tür oder sogar in der Tür steht. Da ich diesen Wunsch nachvollziehen kann, werde ich da jetzt verstärkt drauf achten. Vielen Dank. Bitte jetzt in der Antragsreihenfolge, der Vorstellung auch das Abschlussstatement. Das Argument mit der Abhängigkeit von der einen Person, wenn mir jetzt was passieren würde, genau darum geht es ja, den Aufwand geringer zu machen. So wie wir heute die ganzen Gliederungen haben und dieser Riesenaufwand besteht, ist es eben wahnsinnig schwierig, das alles zu leisten. Der Aufwand wird ja geringer. Und zwar wird er ja im Wesentlichen dann leistbar von den Bezirksverbänden. Das geht ja gerade mit meinem Antrag eben nicht darum, dass nachher der Landesverband alles macht. Da würden ja die Bezirksverbände für die Kreisverbände das übernehmen und es wird einfacher für sie, weil sie weniger zu buchen haben. Frag mal Detlef Netter aus Mittelfranken, welchen Aufwand der damit hat, dass er das alles doppelt machen muss, sowohl in seiner Gliederung als auch in den KVs. Der macht ja die ganzen KVs mit. Das würde für ihn deutlich einfacher werden. Die Satzungshygiene.
Ja, da bin ich auch ein Freund von. Da stimme ich mit dir völlig überein. Ich finde auch, in einer Satzung sollte nichts rein, was juristisch nicht nötig ist. Juristisch sind in der Tat diese Dinge eigentlich nicht nötig, wenn man es streng genommen nimmt. Da hat Andi recht. Aber das Leben besteht nicht nur aus juristischen Fragestellungen. Wir brauchen, zum Beispiel muss in einem Ort jemand zu seinem Bürgermeister gehen können und sagen können, hier, wir sind eine Gliederung, wir haben auch einen Anspruch, da diesen Raum mieten zu können. Und mit so einer Regelung in der Satzung kann er diesem Bürgermeister das unter die Nase halten. Und der muss sich nur noch diese paar Dinge angucken und der wird das erkennen, ja, das ist eine ordentliche Vertretung dieser Partei hier vor Ort. Ohne so etwas, wenn man das nicht in die Satzung schreibt, muss man es umständlich ableiten. Solche Diskussionen funktionieren mit Bürgermeistern vor Ort nicht. Das heißt, es kommt hier wirklich auf dieses psychologische Moment an. Und deswegen bin auch ich, obwohl ich eigentlich für Satzungshygiene in diesem Sinne bin, dazu gekommen zu sagen, sowas gehört doch in die Satzung rein. Das muss nach außen deutlicher klargestellt werden. Und die Abgrenzung zu dem anderen Antrag von Entropie, den hatte ja seinerzeit sogar ich auch mit unterstützt, als der das erste Mal eingebracht werden sollte. Der wurde dann zu spät nach Einreichungsfrist beim vorletzten Landesparteitag oder letzten, egal. Ich habe aus diesem Antrag von Entropie heraus ja gelernt und habe meinen Antrag dann eben weiterentwickelt und ich denke verbessert. Ja, allzu viel werde ich nicht mehr dazu sagen. Nur noch eine Sache kurz hervorgehoben. Es gibt tatsächlich ein Recht auf Einladung. Die übergeordnete Gliederung entscheidet dann nicht, ob eine Gründung anstehen soll, sondern mit einem 10% Quorum der stimmberechtigten Mitglieder der untergeordneten Gliederung kann dann so eine Gründungsversammlung einberufen werden. Falls das nicht der Fall ist, kann dann eben der übergeordnete Verband diese Regelung, also diese Mitgliederversammlung einberufen, qua dieser Regelung, die jetzt im Moment zur Diskussion steht. Ja, das glaube ich wäre es als letztes noch, was ich sachlich dazu zu sagen habe. Ansonsten werde ich mich als Proxy und als jemand, der nicht allzu tief ins Argumentative hier leider einsteigen kann, an dieser Stelle auch zurückhalten. Dann erkläre ich mal kurz das Verfahren, weil ihr seid so schön ruhig. Es ist so, dass dass Klaus' Antrag in seinem Antrag auch noch eine Alternative beinhaltet. Es sind zwei Alternativen drin. Zwei Alternativen, also sind es drei Möglichkeiten, sie abzustimmen. Aber erst werden wir darüber abstimmen, welchen Antrag wir denn abstimmen werden. Und dann würden wir die Alternativen innerhalb des Antrages abstimmen und dann über den Antrag. Also, deshalb stimmen wir jetzt darüber ab, wer möchte, dass wir über Klaus' Antrag abstimmen. Bitte. Wer möchte, dass wir über Entropies Antrag abstimmen? Kleiner Augenblick bitte. Okay. Dann werden wir jetzt Klaus' Antrag weiter verfeinern. Jetzt brauchen wir die Beamer-Leute, wir haben einmal die Grundvariante, wenn ich das richtig verstehe, Klaus. Dann haben wir Variante A und B, aber als vorbereitete Parteitagsteilnehmer. Nur A und B? Zwei Varianten. Aha. Ich hatte das auch so gesehen. Andere Leute waren anderer Meinung. Also es gibt nur zwei Varianten. Es gibt Variante A und Variante B, aber ihr seid ja gut vorbereitet, deswegen stimmen wir jetzt darüber ab, ob ihr Variante A oder B haben wollt. Und wir machen das ganz einfach. Wer für Variante A ist, hebt bitte jetzt seine Ja-Karte. Und wer für Variante B ist, hebt bitte jetzt seine Ja-Karte. Das ist mal witzig. Dann ist jetzt Variante B in diesem Antrag und jetzt stimmen wir über den Gesamtantrag einmal ab.
mit einer Zweidrittelmehrheit, ob der Satzungsänderungsantrag angenommen wird. Das bedeutet also, jetzt bitte beide Karten gleichzeitig. Der Antrag ist abgelehnt. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt zu dem eingeschobenen sonstigen Antrag. Ich bitte den Antragsteller auf die Bühne, um seinen Antrag vorzustellen. Das Beamer-Team ist wie wild am Rödeln, um euch den Satz an den Beamer zu werfen. Tut mir leid, aber dieser Antrag geht technisch einfach nicht auf den Bildschirm und ich weiß nicht, Günther, warum. Hilf! Günther! Also wie auch immer, ich lese ihn dann nochmal vor, Moment. Oder? Achso, du kannst ihn. Lies selber vor, ist ja deiner. Ja, ich kann ihn auch selber dann. Also ich war Mitantragsteller auf dem Bundesparteitag für den Basisentscheid und seit 2 Monaten entwickle ich jetzt eines der 3 Module, nämlich das Portal, also praktisch die Antragsverwaltung. Und es ist jetzt soweit, dass es eigentlich ausprobiert werden kann. Also ich sage absichtlich nicht fertig, aber es ist alles eigentlich drin. Der Quellcode liegt schon lange offen. Wie gesagt, es ist nur 1 von 3 Modulen und von den anderen Modulen liegt der Quellcode nicht offen. Und zwar gegenüber niemandem, noch nicht mal gegenüber mir oder gegenüber dem Bundesvorstand. Und ja, ich möchte ganz einfach die Gelegenheit nutzen, um vielleicht ein Votum dafür abzugeben, dass wir alle möchten, dass wir diesen Quellcode sehen wollen. Aus dem Grunde einfach der Planung. Wir möchten wissen, wie weit ist das Ding? Und überhaupt, wir wissen im Moment überhaupt nicht, wie lange es noch dauern könnte. Und der zweite Grund ist natürlich einfach, wir wollen Open Source unterstützen. Wir wollen für den Basisentscheid selbstverständlich Open Source Software verwenden. Genau, deswegen habe ich diesen Antrag gestellt und den werde ich jetzt nochmal vorlesen. Der Landesparteitag bittet die Projektgruppe Basisentscheid, baldmöglichst den Quellcode des aktuellen Entwicklungsstands der für den Basisentscheid vorgesehenen Software zu veröffentlichen. Ja, dann beginnen wir. Bitte schön. Ja, ist nur eine Frage. Magnus, gibt es eine Begründung, warum die das nicht offenlegen? Also jetzt rein aus Neugierde. Also für mich gibt es keine nachvollziehbare Begründung. Also die Begründung, die es gibt, ist, dass es halt noch nicht so weit ist, dass noch Unsauberkeiten drin sind und auch Sicherheitsbedenken, dass da also jemand irgendwie den Testserver irgendwie hacken könnte. Aber es sind alles Begründungen, die mir überhaupt nicht einleuchten. Vor allem muss man ja dazu sagen, dass das ja seit 1,5 Jahren schon entwickelt wird und dass man irgendwie eine Woche oder einen Monat den Quellcode erstmal noch nicht veröffentlicht, finde ich absolut nachvollziehbar, aber nach 1,5 Jahren kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Bitte. Ich hätte auch eine Frage dazu, also eigentlich 2 Fragen. Zunächst einmal, lauter bitte. Zunächst mal, der BEO ist ja ein Bundesthema, wir sind hier im Landesparteitag. Wieso fragst du da nicht einen Bundesparteitag dazu? Und außerdem würde mich interessieren, was die Leute, die dieses Programm geschrieben haben, dazu sagen. Also ich stelle das deswegen hier auf dem Landesparteitag, weil der nächste Antrag, der Satzungsänderungsantrag zu eben diesem Basisentscheid hier sein wird. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier stelle. Und was die Leute selber sagen, habe ich ja gerade eben schon gesagt, warum sie, ansonsten sind die nicht anwesend. Darf ich? Okay. Ganz kurz, ich verstehe den Antrag und ich kann nachvollziehen, warum du den stellst und ich würde dem Antrag grundsätzlich auch zustimmen. Vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Antrag so formuliert ist, dass da nicht drinsteht, die Projektgruppe wird gezwungen, innerhalb von 14 Tagen den gesamten Quellcode offenzulegen, sondern es ist eine ganz, ganz vorsichtig formulierte Bitte, zeigt uns halt mal, wie weit ihr seid, damit wir gucken können, wie es weitergeht, damit wir mit BEO vorankommen. Und diese Bitte ist jetzt nicht wirklich grob oder irgendwie ehrenrührig, sondern ist einfach nur eine freundliche Bitte und das ist in dem Antrag zu erkennen. Die
Alternativvorschlag. Der Alternativvorschlag wäre, ein kurzes Meinungsbild abzufragen, was die Basis hier in Bayern dazu sagt, wie sie deinen Antrag grundsätzlich sehen würde. Und wenn du siehst, dass es eine Mehrheit dafür gibt, dann kannst du den Antrag auch zurückziehen, weil es ist wirklich nicht wirklich etwas, was wir als Landesparteitag beschließen müssen. Das wäre so der Punkt an der Stelle. Ich meine, es schadet auch nicht, wenn wir jetzt einen sonstigen Antrag da beschließen. Also ja, das ist kein richtig. Großer Unterschied zum Meinungsbild. Kontra? Ja, ich bin schon ein Fan von öffentlicher Softwareentwicklung, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen den Code erst veröffentlichen, wenn er soweit ist, dass man ihn zumindest mal ausprobieren kann. Natürlich kann man das jetzt beschließen, aber es wird so passieren. Also sobald der Code benutzbar ist und zumindest mal ausprobiert werden kann, wird er veröffentlicht und wir sind da nicht mehr weit davon entfernt. Kann ich euch nicht belegen jetzt, aber das ist so das, was die Entwickler sagen. Ihr könnt auch direkt mit den Entwicklern reden, wenn ihr wissen wollt, wie der Stand ist. Man kann sich das auch anschauen. Wer sich beteiligen will, kann mithelfen. Ich sehe da kein Problem. Also man kann es beschließen, aber ich finde es ein bisschen komisch, Leute irgendwie da so unter Druck zu setzen, ihr müsst es veröffentlichen. Kann man machen, aber ich bin da jetzt kein Fan davon. Ich habe Magnus ja zufällig im Zug auf der Herfahrt getroffen und da hat er mir ein bisschen berichtet. Also es geht hier vor allen Dingen auch um die kritischen Teile, so Identity-Server oder Abstimmungsmodul. Und da finde ich schon wichtig, dass von Anfang an auch die Experten in der Partei damit drauf gucken können. Und nach anderthalb Jahren, finde ich, kann man tatsächlich erwarten, dass das auch offengelegt wird, damit man auch von Anfang an Hinweise geben kann, was zu verbessern ist und wie man auch die Sicherheit erhöhen kann. Also von daher finde ich diese Bitte absolut in Ordnung und wichtig. Ich denke, gruppeninterne Meinungsverschiedenheiten sollten innerhalb einer Gruppe geklärt werden und nicht über einen Landesparteitag. Wir stehen als Piraten für offene Software, für Möglichkeiten, was zu verändern. Wenn wir jetzt schon dastehen und unsere eigene Software erst im stillen Kämmerlein entwickeln aus irgendwelchen Befindlichkeiten, ist das eine komische Situation irgendwie. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich will meine noch nicht fertige Software nicht zeigen. Aber hier ist eine andere Situation gegeben. Hier arbeiten mehrere Gruppen zusammen und für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung ist es wichtig, dass ich weiß, womit ich zusammenarbeite. Natürlich kann ich mir die Schnittstellen angucken und sagen, okay, ich setze auf der Schnittstelle auf und das wird dann schon klappen. Aber es ist deutlich besser und das ist auch der Grund, warum wir für offene Software stehen, wenn ich mir den Code selber angucken kann und weiß, was da wie in diese Schnittstelle reingestopft wird und worauf ich mich verlassen kann oder auch nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, dass wir da zustimmen und dass wir auch grundsätzlich dafür einstehen, dass unsere Software zumindest, die wir einsetzen, auch grundsätzlich offen ist. Ich stelle ja immer gerne einen Bezug zur Politik her und auch zu meinem Beruf. Ich bin Jurist und ich kann die Denkweise der Programmierer durchaus verstehen, dass man sein Baby erst dann präsentieren möchte, wenn es fertig und hübsch ist. Das ist bei einem Vertrag ganz ähnlich. Aber mit Verlaub, wir machen hier Politik, wenn wir mit dieser Argumentation uns die ganze TTIP-Problematik mal anschauen, dann sehe ich einen gewissen Widerspruch. Soll der Source Code nur zum Angucken veröffentlicht? Letzter Pro, jetzt bitte. Letzter Pro. Soll der Source Code nur zum Angucken veröffentlicht werden oder soll der auch unter einer freien Lizenz dann zugänglich sein? Ich verstehe dich nicht. Soll der Quellcode nur zum Angucken veröffentlicht werden oder auch dann unter einer freien Lizenz verfügbar sein? Falls letzteres, unter welcher? Also ist es Einigkeit in der Projektgruppe, dass es unter der AGPL veröffentlicht wird. Okay, danke. Also, der junge Mann mit dem wenigen Haaren, der da gerade noch was sagen wollte, das war eine Frage. Ich würde seinen Pro-Kontra, seinen Pro-Beitrag noch zulassen. Kontra bitte jetzt. Also ich würde dich fast bitten, den Antrag zurückzuziehen. Vielleicht machst du ein Meinungsbild raus, ein schönes Signal an die Projektgruppe. Bitte etwas näher ans Mikro, wirklich.
Okay. Also ich würde den Antragsteller bitten, den Antrag zurückzuziehen, vielleicht ein Meinungsbild daraus zu machen, dass man ein freundliches Zeichen an die Entwicklergruppe sendet. Hey, wir würden gern wissen, wie weit ihr seid. Ich bin selber Entwickler und wenn mir jemand sowas vor die Füße knallt und ich freiwillig gerade an was arbeite, könnte es durchaus dazu führen, dass ich sage, weißt was, mach den Scheiß allein. Danke. Ich bin sehr für diesen Beitrag und für diesen Vorschlag, für den Antrag. Hintergrund ist, ich bin so nebenbei auch noch Professor für Informatik und Lehr Software Engineering und da gibt es ein sehr interessantes Buch, das heißt The Psychology of Computer Programming. Das ist schon vor ungefähr 28 Jahren veröffentlicht worden und was dort propagiert wird und was sich wirklich bewährt hat, nennt sich Egoless Programming. Das heißt, man sollte auch in seinen unfertigen Code andere reinschauen lassen. Er wird dadurch bestimmt nicht schlechter. Danke. Ja. Bin noch rechtzeitig dran, das ist aber schön. Also ich habe den Tobias jetzt noch mal gefragt. Es ist ja nicht so, als ob man gar nicht reingucken könnte. Die von Holger eben erwähnten Experten, die wir in der Partei haben, können sich ja jederzeit mit der Projektgruppe in Verbindung setzen, sagt Tobias, und sagen, ich will reingucken. Nein, das, also das stimmt ist, definitiv nicht. Das ist jetzt Aussage von Tobias. Die können ja, sagen, wir möchten mitmachen, wir möchten mithelfen und können dann natürlich da auch unterstützen. Ich meine, wenn du unterstützen willst, musst du den Code sehen. Also da sehe ich jetzt irgendwo einen unterschiedlichen Informationsstand. Ja, also ich bin da ja wirklich mit dabei und es gab viele Fragen, also von vielen Seiten, diesen Quellcode zu sehen und es wurde ganz klar gesagt, dass ihn niemand sehen darf. Okay, danke. Ja. Ist aus. Also wir könnten jetzt abstimmen, ob wir noch weitermachen wollen, aber da keine Leute dran stehen, würde ich die Abstimmung auch einfach sparen, die Rednerliste schließen, dem Antragsteller für ein kurzes Abschlussstatement nochmal die Gelegenheit geben, etwas zu sagen und danach wird über den Antrag abgestimmt. Ja, also ich finde es wichtig, nochmal das zu betonen, was der Sekor gesagt hat, nämlich, dass es wirklich nur eine Bitte sein soll und kein Ultimatum oder sowas. Also ich möchte damit jetzt eigentlich niemand irgendwie irgendwie brüskieren, sondern ich möchte gerne, damit das Projekt einfach weiterkommt, dass der Quellcode veröffentlicht wird und dafür hätte ich gerne da ein Zeichen gesetzt, weil es im Moment sonst irgendwie nicht so wirklich weitergeht. Wir stimmen ab. Wer für diesen Antrag ist, hebt bitte jetzt seine Ja-Karten. Dankeschön, die Nein-Karten. Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Es wird schon Essen ausgegeben und da alles andere unseren Ablauf irgendwie ein bisschen verzögert, machen wir das jetzt so, dass ich den... du möchtest noch was sagen? Ich weiß nicht. Gerade Sie, na gut. Okay, ich wollte nur darauf hinweisen, die konstituierende Sitzung des neuen Landesvorstands findet in der Mittagspause im Hinterzimmer oder Nebenzimmer statt. Ihr dürft... sie ist trotzdem öffentlich und die Beauftragten werden auch gebeten zu kommen, zumindest die da sind. Bim? Essen dürft ihr auch mitbringen. Bim, möchtest du deine 2 Minuten kurz noch nehmen, bevor ich unterbreche? Ich hab noch nicht unterbrochen, nur mal so, dass er Bescheid weiß. Ne? Ja, ich wollte euch kurz informieren, das Landesschiedsgericht hat heute seine konstituierende Sitzung gemacht und wir haben einige Festlegungen getroffen. Zunächst mal die Zuständigkeiten haben wir, wie schon angekündigt, festgelegt. Wir haben schwerpunktmäßig jetzt einen Piraten im Landesschiedsgericht, der sich um die Verwaltung kümmern wird. Das ist der Günther. Holger und ich werden uns innerhalb des Landesschiedsgerichts kümmern um die Schulungen,
Und zwar betrifft es, wie auch schon angesprochen, eine angedachte SG-Marina für Schiedsrichter auf Bundesebene in Koordination mit den anderen Schiedsgerichten und auch dem BSG. Des Weiteren wollen wir Schulungen innerhalb Bayerns für Vorstände anbieten, damit die Vorstände auch das Know-how bekommen, zu wissen, erstens, wie stelle ich einen Antrag auf OM oder beschließe ihn, oder was ist nicht geeignet, um eine OM zu beschließen. Des Weiteren hat auch das Landesschiedsgericht einen Vorsitzenden gewählt und es wurde einstimmig ich gewählt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Das war's dann schon. Dankeschön. Ich unterbreche hiermit den Landesparteitag für die Mittagspause. Bitte? Also, für die Mittagspause bis 13.25 Uhr.